Hallo, das ist der Joel und die Folge heute ist präsentiert von der Blutspende vom Schweizerischen Roten Kreuz Schweiz und zwar von der Blutstammzellspende. Das ist etwas ganz Wichtiges, habe ich selber auch erst jetzt wirklich erfahren, weil eigentlich täglich in der Schweiz Kinder und Erwachsene an Leukämie und anderen lebensbedrohlichen Blutkrankheiten erkranken und die einzige Hoffnung auf Heilung ist dann Transplantation von Blutstammzellen, ja, und zwar in den meisten Fällen. Und dass man irgendwie im näheren Umfeld genetische Match findet, das ist zum Teil nicht ganz üblich, 20-30%, zum Beispiel bei Geschwistern. Und darum ist man dann auf eine Fremdspende angewiesen. Und da könnt ihr mithelfen, indem ihr euch registriert auf blutstammzellspende.ch, www.blutstammzellspende.ch. Und wenn man sich dort registriert, kriegt man so eine kleine Fragebogen und nachher ein kleines Package heimgeschickt, wo man so eine kleine Speichel Probe abgibt. Und wenn man das gemacht hat, ist man registriert. Die Chance, dass man jemals angefragt wird, ist sehr, sehr gering. Falls es passiert, kann man immer dann noch Nein sagen. Trotzdem war es sehr, sehr wichtig, dass man dort registriert ist. Ich habe es mittlerweile auch gemacht und würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch würdet tun. Ist natürlich komplett freiwillig, trotzdem vielen herzlichen Dank, weil vielleicht kann man so schon bald ein Leben retten. Hallo, liebe Mutzis, wo der Podcast schauen oder hören und liebe Comedy-Fans unter euch, und ich nehme jetzt mal an, das sind die meisten, wenn ihr den Podcast schaut oder hört. Und für alle Comedy-Fans, tolle Mitteilung, ich gehe wieder auf Solo-Tour. Ja? Die Saison startet bald und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr würdet vorbeikommen. Mein momentan noch aktuell Solo-Standoff. Das sind die letzten Termine, nachher ist es definitiv vorbei und es wird an einigen Orten noch vorgeführt. Sozusagen aufgeführt. Zum Beispiel 29. September in Vaduz, 5. Oktober in Chur. Dann haben wir 20. Oktober in Hochdorf, Hoftere. Und 21. und 22. Oktober in Basel, einmaliges Best-of. Das Beste aus 34 Jahren, so aus dem letzten Programm, was mir am liebsten gefällt, zusammentrummelt. Das wird sicher auch geil. 27. Oktober in Lys, 28. Oktober in Winterthur, 5. November in Rapperswil-Jona, 11. November in Baden. Dann am 13. Januar in Rheinfelden-Aargau, 26. in Rorschach und 21. Februar im Bernhard-Theater Zürich. Endlich, das Solo in Zürich. 11. März in Altstetten, 16. März in Hollenstein, 17. März in Pfäffikon Zürich und derniere ist dann am 25. März in Basel. Ja? Für diesen Termin und noch ein paar andere könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch und da gibt es Tickets zu all diesen Shows. Wird ganz eine tolle Sache, sind wie gesagt die letzten Termine mit dem Programm und großartiger Support ist auch immer dabei, entweder der Matteo oder an einzelnen Ort jemand anders, wie zum Beispiel in Vaduz, der Moritz Schädler. Ja, freue mich riesig, kommt vorbei, www.joelvonmutzenbecher.ch. Bis dann! Ich bin übrigens registriert als schon lange als, wie heißt es, Rückenmark? Blutstammzellspender. Yes! Ja? Jetzt I am. Geil! Schon lang. Sehr gut! Und auch als Organspender. Ich habe meinen Organspendeausweis. Ja, das habe ich. Auf dem Organspendeausweis, darauf oben, habe ich meine Bieder und dann noch pünktlich Karte geklebt. Das jedes Mal, wenn ich ein Buch kaufe, gebe ich meinen Organspendeausweis an. Das sind irgendwie noch schön. Aber sind wir schon drauf jetzt? Nein. Und doch, jetzt haben wir angefangen. Ja. Oh. Wir können jetzt anfangen. Gut. Ja, ist gut. Aber umgekehrt, nur schnell. Ja. Du hast ja dann quasi auch deine Bieder und Tannenpunkte gegeben, wenn du deine Organe spendest. Das heißt, du spendest ja... Scheiße, stimmt. Das ist eigentlich nur ein schöner Gedanke, genau. Das heißt, vielleicht könnte man das da auf dem Spender Ausweis kannst du ja quasi draufschreiben, was du geben willst. Ja. Beziehungsweise was nicht sollen. Ich finde ja, nehmen wir einfach alles. Ja, logisch. Und mir ist auch egal, wer das überkommt. Ja. Es wäre einfach gut, wenn es ein Leser oder eine Leserin wäre, weil dann könnte die Punkte einfach gerade auch noch abstauben. Ja. Das sind recht viele. Und du musst die Augen mitgeben, logischerweise. Ja gut, außer sie haben eigentlich schon. Ja. Ja. Ja, die Augen kann man ja transplantieren, oder nicht so zumindest. Mhm. Oder, also ich finde, da können sie einfach ausweiden, wie sie wollen. Ja.
Hast du irgendetwas angegeben, das wir nicht nehmen bei dir? Nein, alles. Right. Wow. I don't care. Ich werde am Schluss ein Baum. Und auch wenn sie alle Organe genommen haben, kann ich noch ein Baum werden. Mhm. Also. Es gibt, ich habe mal irgendwo gelesen, dass in, oder gehört, dass in Wien im Zentralfriedhof gäbe es scheint in der Mitte so ein, wie so eine Art, nicht ein Massengrab, das ist so die, das falsche Wort, aber so ein Grab, wo man quasi, wenn du dir ein Körperteil musst amputieren lassen, ist mal Diskussion aufgekommen, ob man das denn nicht auch mal irgendwie geistlich bestatten, weil es ja ein Teil von deinem Körper ist. Und offenbar gibt es in Wien, wenn das Gerücht stimmt, wie so eine Art, wo alle amputierten Sachen ankommen. Und dann gibt es irgendwie die Geschichte von dem einen Dude, der einfach so viel amputiert hat, dass wo er dann am Schluss gestorben ist, haben sie einfach den Rest auch noch dort geworfen, weil dann ist er wenigstens auch im Ort. Das ist schön. Oder? Das ist irgendwie, der Kreis schließt sich, so, sozusagen. Sind wir, ja, sind wir irgendwie beim Thema Feelgood angekommen. Ja, es ist ja genug lang gegangen, bis wir es wieder geschafft haben, dass du da bist. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war. Ich weiß nur noch, dass wir aufgenommen haben an der Langstrasse. Ja. Und es war, glaube ich, auch heiß an dem Tag, wie heute. Oder auch kalt. Nein, es war sehr heiß. Es war, glaube ich, Sommer 20 gewesen. Ah, ist es schon in der Corona-Zeit gewesen? Mhm. Ja, der Podcast hat wirklich knapp vor der Corona-Zeit angefangen. Ah, ja, gut. Der ist noch nicht so lange her. Herbst 19 angefangen. Ah, ja. Und dann haben wir ein paar Folgen gemacht. Und dort auch noch nicht regelmäßig wöchentlich und so. Ja, ja. Das heißt, nach irgendwie, weißt du, 14 Folgen oder so, sind wir in full-blown Covid gesehen. Mhm. Das stimmt. Und dann ist der Sommer gekommen. Dort war es super gewesen, so. Man kann machen, wenn man will. Und nachher ist genau, es nicht mehr genau. Ja. Ich hab das Gefühl gehabt, dort, dass du irgendwie also ein bisschen zwischen irgendwelchen Welten gesehen bist. Ja. Irgendwie bist du ein bisschen weniger bei dir gewesen, wie auch schon. Mhm. Hat es für mich gut gewirkt. Ja. Also wie meinst du jetzt weniger bei mir? Weniger konzentriert oder so ein bisschen fahrig? Oder? Irgendwie, also, es war sehr, sehr lustig und ein gutes Gespräch, aber Aha. Ich hatte das Gefühl, irgendwann durch bist du vielleicht ein bisschen gestresst wegen etwas. Ja, das kann gut sein. Bin ich eigentlich immer. Mhm. Also, you're just getting to know me now. Ja. Nein, aber mit dir habe ich immer den Austausch sehr ehrlich, darum habe ich das jetzt auch gesagt. Ich sehe gewisse Phasen von mir, sehe ich in dir widerspiegelt, aber meistens zu anderen Zeitpunkten. Mhm. Wir treffen uns immer wieder so peripher, nach irgendwie einem halben Jahr, ja, das stimmt. Haben wir wieder irgendjemand etwas. Und dann ist es meistens so, so wie du dich dort irgendwie gefühlt hast, so fühle ich mich jetzt gerade. Mhm. Und irgendwie dann sagt der andere, aber ich fühle mich jetzt gerade so und so. Und dann geht es wieder irgendwie ein halbes Jahr und dann denke ich, jetzt fühle ich mich so, wie Gabriel dort gesagt hat. Ja, ich finde es bei dir immer spannend, weil ich habe sonst eigentlich keine Ahnung, was du sonst eigentlich alles machst. Also ich komme auch ab und zu irgendwelche Auftritte mit über von dir, den Podcast höre ich regelmässig. Aber sonst, ich sehe man sich immer so, du lebst noch, was machst du jetzt? Genau. Was hast du die letzten 3 Jahre gemacht? Ja. Ja, das finde ich immer recht spannend. Aber das finde ich irgendwie das Schöne an der ich nenne es jetzt Comedy-Szene. Ja. Dass ja meine Behauptung immer gesehen, es ist so eine große Familie und da bin ich eine große Familie, siehst du dann halt etwa mal 2 genau. Jahre nicht. Mhm. Und man hat aber irgendeine Verbindung zueinander. Ja. Und die hebt eigentlich immer an. Also es ist ja dann eben nicht, weil man sich ein paar Jahre nicht gesehen hat, dass die dann auf einmal weg ist. Ja, das ist so. Das, ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast Versus. Versus. Lara Stoll versus Renato Kaiser. Fatality Mode. Ja. Round one, fight! Ups, alle! Aber sie haben gerade für den Tagesanzeiger, für den Podcast, sie haben so eine Sommerserie gemacht über Freundschaft, beziehungsweise über alles außer Liebe. Und dort sind sie 2 drin gewesen, und haben sie genau das auch gesagt, dass sie sich relativ selten sehen, aber dass das absolut nichts damit zu tun hat, wie tief sie ihre Freundschaft empfindet. Mhm. So. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die tiefe Freundschaft in der ganzen Comedy-Szene überall so ist, aber zum Beispiel, zum aktuellen Elephant in the Room kommen, ich hatte das am letzten Samstag, wo Swiss Comedy Awards waren, ja. Im Kongresshaus in Zürich, habe ich das überraschend gefunden, wie ich das tatsächlich empfunden habe. Geil, das ist jetzt mal so, ist mal die Grosskiste, endlich auf SRF 1, die ganze Szene ist da und zwar wirklich hat man wie versucht, die ganze Szene zu repräsentieren und wie so alle sind dort gewesen, von irgendwelchen
Leute, die wo verkopfte Satire machen, bis zu irgendwelchen Comedians, ja. Von TikTokers bis zu den ältesten Kabarettisten von der Schweiz. Mhm. Und ich habe so gefunden, ah doch, es macht mega Sinn. Und sie ist auch, ich habe ein sehr gutes Zeichen gefunden, dass man mal ansteht als Szene und so findet, hey, look, das ist der Humor in der Schweiz und das sind wir. Und yeah. Dass man wie, auch wenn man inhaltlich ab und zu oder hauptsächlich ganz unterschiedliche Sachen macht, doch eine gewisse Geschlossenheit gegen aussen kann zeigen. Und das finde ich irgendwie, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo halt, wo es recht schwierig ist mit Publikum im Theater und so, mhm. Ich habe das super gefunden. Wie hast du das gesehen? Ich habe die Show absolut dem nachempfunden, was du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Ich habe gefunden, vom Line-Up her ist perfekt gewesen. Mhm. Gut, wer gewinnt, weiss man ja vorher nicht, aber habe ich auch ziemlich perfekt gefunden. Mhm. Weil, wenn du jetzt schon nur schaust, irgendwie auftreten ist der Matteo, so die jung wild Stand-Up-Generation. Mhm. Helga. Ja, Helga Schneider mit einem Rundumschlag. Der Deville mit seinem weirden, geilen Humor, der mhm. irgendwie durch verschiedene Ebenen kann gehen kann. Mhm. Und der Mittermeier, der Emil Huldige. Und, der Emil macht schlussendlich den fast geilsten Joke vom ganzen Abend. Wenn er so... ja, es ist sehr, sehr geil gewesen, weil ich habe schon gewusst, Amomola ist sehr fit, aber ich dachte, vielleicht ist er jetzt wirklich gerührt. Ich yeah. habe gedacht, yeah, yeah. Irgendwann ist so klar gewesen. Nein. Und dann aber gleich noch irgendwie Lisa Eckhardt, wo dann auch zeigt, wo Humor auch ahnen kann. Hm. Und ich habe gefunden... Und der Peach. Und der Peach, fucking Legende. Und es ist einfach, ich find, ja. Beim Peach, nachdem ich jetzt wirklich ein paar Mal live gesehen habe, ich finde nichts faszinierender, wie du siehst zum Teil die Gesichter von den Leuten, bevor oder gerade wenn der Peach auf die Bühne kommt. Und sie sind so ein bisschen, ja. Und dann geht es 10 Sekunden und dann verrisst sie. Es geht gar nicht anders. Hm. Er hat einfach irgendwie die magische Formel angekriegt mhm. von ich kriege euch alle zum Lachen. Ja, der Peach finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal bei unserem Podcast über ihn geredet haben. Ja. Yeah. Ich vermute es nicht, weil ich habe so gefunden, gerade während der Pandemiezeit hat er nochmal so eine ganz andere Rolle bekommen in der Schweiz. Ulang ist ja der Peach Weber gerade so aus Leute außerhalb der Comedy-Szene hat man den Peach so gleichgestellt wie so der Gusti Brösmeli. So, ah ja, der macht einfach, der ist over, der hat früher mal so Europa-Kassettchen gemacht. Mhm. Alle haben dann in die Heike, aber eigentlich sind wir da alle draus gewachsen, wie so Blümchen oder Scooter oder so. Mhm. Aber bei vielen Leuten aus der Comedy-Szene, auch aus der Satire-Szene, oder halt, ist egal, ob man sich jetzt als E oder U Humoristin versteht, hat der Peach immer so ein bisschen Credit gehabt, mhm. oder? Ich habe immer allen gesagt, hey, Peach Weber ist im Fall geil. Yeah. Und jetzt, nach der Pandemie, wo er ja wie so absurderweise mit drin plötzlich wie so der Elder Statesman geworden ist, yeah. So der immer die vernünftigsten Sachen sagt und mega überlegt, die ganze Sache analysiert und irgendwie Kommentare gibt, wo du findest, fuck, wieso ist er nicht fucking Bundespräsident? Yeah. Also, dann ist das Gefühl, jetzt hat er wie so nochmal eine ganz neue Rolle bekommen, wie so, fast wie so der Mickey Rourke, der irgendwie zurückkommt und der Wrestler macht und einfach so, und jetzt hat er eine ganz neue Rolle und ist jetzt einfach noch gefestigter, als er vorher schon war, und zwar auf der ganzen Bandbreite. Und das Geile ist, es ist ihm scheißegal. Er macht wegen dem nicht plötzlich Satire darüber, wie wichtig es ist, dass man sich impfen lässt oder was auch immer. So. Yeah, yeah. Er sitzt einfach wieder an, wie der Helge Schneider, wo alle wissen, fuck, der ist eigentlich ein mega krasser Musiker, der ist mega schlau. Beim Peach Weber wissen jetzt alle auch. Mhm. Das haben ja viele Leute eigentlich gar nicht gewusst oder wie nicht vermutet, dass er aber ein mega schlauer Dude ist. Yeah. Und sich sehr viel Gedanken macht zu allem. Und dass er trotzdem einfach hinsitzt und findet. So, irgendein geiler Witz. Yeah. Gutes Miteinander. Einfach der Peach Weber bleibt. Riesig. Habe ich super gefunden. Ja, und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel von der Training von Bühnenfigur und ich sage jetzt mal private, öffentliche Person, mhm. wo ich glaube, eben auch bei einem Peach zeigt, ja, logisch ist das nicht immer so, wenn er auf der Bühne ist. Ja, klar.
Aber jahrzehntelang ist, glaube ich, das so ein bisschen das Gefühl gesehen. Ja, ja. So, das ist jetzt wirklich auf einen, der macht einfach nur blöde One-Liner, egal wo er anläuft. Ja. Ich meine, das ist ja eh ein Bild, wo ich ganz ehrlich muss sagen, ich bin da auch immer noch biased. Und zwar immer noch. Ich weiß ja, wie das Showbusiness funktioniert. Ich weiß ja, dass es etwas total anderes ist, ob man auf der Bühne steht und etwas macht oder privat. Also, yeah. Und trotzdem verwünsche ich mich immer wieder, dass ich wie so finde, die Person ist irgendwie populär, die macht irgendwie so etwas, was sehr populär ist, wo jetzt nicht so vom Anspruch her nicht so das ist, wo man findet, das ist jetzt wahnsinnig schlau oder so, aber wahnsinnig gut funktioniert. Und in meinem Kopf mache ich sofort den Kurzschluss, das ist wahrscheinlich ein relativ simpler Zeitgenosse. So. Und das Geiste ist immer, und wirklich die dankbarsten Erfahrungen sind immer die, wenn du jemanden triffst, wo du wie so eine vorgefertigte Meinung hast, und dann triffst du die Person, redest mit der, und nach 5 Minuten merkst du so, okay, fuck, ich bin all die Jahre total falsch gelegen. Ja. Yeah. Und das finde ich das Geilste, sich können sich vom Gegenteil überzeugen. Ist das so bei mir gegangen? Das ist im Fall eine gute Frage. Vielleicht ein bisschen. Yeah. Aber nein, bei dir ist also, ich hab nicht gewusst, wer du bist, bevor wir uns kennengelernt haben. Noch nie etwas gesehen von dir. Du hast, ich muss ehrlich sein, ich habe ja noch nicht mal Comedy gemacht, wo wir uns kennengelernt haben. Du hast mich als Radiomoderator angefragt für Hassbriefe und Mails vorlesen. Bist du denn noch nicht als Comedian auf der Bühne gestanden? Nein. Also gut, ich habe die Late-Night-Show schon gemacht. Okay. Aber Stand-Up habe ich noch nicht gemacht. Okay. Und haben wir dort uns kennengelernt? Ja. Krass. Ja, dort haben wir uns kennengelernt. Okay. Und dann habe ich ziemlich bald aber auch angefangen mit Stand-Up. Das weiß ich noch. Ja. Ja. Nein, aber ich weiß zum Beispiel von Leuten aus Basel, ich weiß noch, wo wir uns mal in der Stadt getroffen haben und irgendwie, das sind irgendwelche Bekannte von mir durchgelaufen und gesagt, hey, habe ich dir irgendwie Hallo gesagt? Mhm. Oder nein, nachdem wir sind gepostet. Ja. Yeah. Wir sind zusammen auf Weilermann gepostet. der romantischste Ausflug, den ich jemals gemacht habe. Genau, zum den Schweizer Detailhandel in Abgrund zu stürzen, sind wir auf Deutschland unser Schweizer SRF-Geld ausgegeben. Also wir haben quasi Billag direkt von den Schweizer Kleinunternehmern genommen und haben es auf Deutschland in DM geschmissen. So. Aber wenigstens mit dem Auto, damit auch der öffentliche Verkehr von der Schweiz nicht davon damit auch das Auto und auch die libysche Tankstelle Firma etwas drauf verdient. Liebe Grüße an Herrn Gaddafi. Er ist glaube ich da, oder? Das ist egal. Und dort weiss ich, habe ich irgendjemandem erzählt, ich bin eben mit dem Joel irgendwie gepostet, Joel von Mutzenbecher. Und dort auch so, das ist doch so ein, ich weiß nicht, wie das Ding, so ein Privatradio-Comedian oder so. Und dort habe ich also gesagt, nein, der Joel ist einfach cool. Also so, der Joel ist nicht dumm. Also weißt du, was ich meine? So die Trennung, dass das einfach auch viele Leute, auch Leute, die zum Teil irgendwie halb im Kultursektor arbeiten, wahnsinnig biased sind von diesen Labels, die ja so simpel und so blöd sind. Aber ja, mit denen schaffst du ja. Also irgendwie, dort fährst du an. Du nimmst ein Label und aufgrund von dem machst du dir dann ein Bild. Ja. Ich meine, wir wissen gar nicht, dass du ein Double bist. Aber richtig, aber ich kann es gut überdecken, indem ich einen Podcast mache und irgendwie halbwegs intelligente Leute einlade und auf die hauptsächlich schwätzen lasse. Genau, du hast so, genau. Du holst dir so deine Sidelines rein, damit du selber nicht machen musst. Genau, und ich habe immer so eine Liste mit so 10 Floskeln, wo ich oft weiss, die habe ich mal auswendig gelernt. Ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Ja, genau. Aber dazwischen kann ich die mal irgendwie so platzieren. Und dann tut es gegenüber wieder etwas Intelligenz dazu rauslassen. Ah, okay, und dann wirke ich sehe mich ja immer so, ich frage mich dann immer so, ich kann mich eben nicht so gut einschätzen, wo ich in dem ganzen Ding stand. Weil ich versuche immer, also so wie ich mich sehe, gehöre ich keiner von diesen Szenen irgendwie richtig an. Ja. Yeah. Und das finde ich etwas, was ich eigentlich sehr geil finde. Mhm. Also ich will nicht mich total der Comedy-Szene zuschreiben. Ich will mich sowieso nicht der Satire-Szene zuschreiben. Ich will mich auch nicht der schreibenden Szene zuschreiben. Also es ist wie so, bei den Journalisten bin ich so der Comedian, bei den Comedians bin ich so der Autor, bei den Satirikern bin ich so der Weirdo. In der Stand-Up-Szene bin ich so der Satiriker plötzlich wieder. Im Theater bin ich einfach irgendwie der schreiende Slam-Poet. Bei den Slam-Poeten bin ich irgendwie der schreiende Slam-Poet. Und
Ich würde sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie mich von außen sieht. Wie sieht man mich von außen? Erzähl mal. Ich weiß es gar nicht. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich unter einem Label das anschaue oder nicht. Weil ich habe ich probiere wirklich sehr, sehr Fan von diesen Labels zu sein. Und ich habe die halt wirklich als Gabriel Vetter kennengelernt. Und ich habe schon ein bisschen gewusst, ich habe deine Migros-Coop-Nummer kennengelernt. Ah, ja. Und als großer Stand-Up-Fan habe ich dort irgendwie gefunden, das hat noch ein anderes Element drin. So. Mhm. Ich habe nicht mal groß gewusst, dass du viel Slam-Poetry gemacht hast zu der Zeit. Ja. Und stimmt, es ist in Textform gross eine Stand-Up-Nummer. Ja. Natürlich. Und dann habe ich aber so gefunden, du bist ein Kreativkopf, wo eben nicht gern in eine Schublade geht. Und, was ich bei dir spannend gefunden habe, das habe ich oft von dir gedacht. Du hast, wo du dann effektiv gesagt hast, du willst Stand-Up machen, weil wir mal eine Zugfahrt zusammen hatten, wo du gesagt hast, Stand-Up kommt, ich überlege mir das auch. Mhm. Da habe ich gemerkt, du bist für mich der erste Mensch gesehen, wo Stand-Up-Comedy als Kunstform in irgendeiner Art und Weise studiert hat. Mhm. Im Sinne von, du hast dir das wirklich angeschaut und Mechanismen angeschaut. Und hast mit denen dann auch verspielen. Und das habe ich spannend gefunden. Für mich habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich bin Stand-Upper, weil ich bin irgendwie so als das geboren. So, das ist so quasi das, was mich am meisten repräsentiert, vom Gefühl her. Und bei dir habe ich gemerkt, dass es ein völlig anderer Zugriff zu dem ist. Nämlich, du schaust das ganze Produkt in allen Facetten schaust du an und sagst dann, wie platziere ich mich dort drin. Das ist aber lustig, weil Nicht von einem Imagepunkt oder so, sondern eben künstlerisch. Wie kann ich das für mich anwenden? Ja, ich glaube, das ist es. Also so das Analytische ist bei mir so, ich habe mich schon auch irgendwie, gerade jetzt bei Stand-Up, mit den Grundbegebenheiten von dieser Kunst irgendwie befasst. Aber wenn ich vor allem gemacht habe, schaffe ich meistens, wenn ich irgendetwas Neues probiere, ich konsumiere einfach so viel von dem Zeug, bis es wie so ins Unterbewusstsein drin ist und nachher ist gar nicht, es ist weniger analytisch und mehr, ich fühle einfach mich selber auf mit dem Zeug und es verändert dann mich in meinem Denken und Schaffen so sehr, dass dann im besten Fall auch in dieser Form Zeug wieder rauskommt, wie es ihr ist. Ja. So. Ja. Okay. Ah, lustig. Ja, und ich habe das Gefühl, also muss jetzt überlegen, wenn ich das richtig ausdrücke, ich habe das Gefühl, die Hazel hat mir ja lange auch nicht können genau in so eine Kategorie tun. Und in meinem Kopf, weil die halt auch mega gut befreundet sind, ist das dann auch so ein bisschen noch zusammengekommen. Ah, okay. Ist so ein bisschen einfach... Es gibt ja einige so Leute, wo... bei der Hazel ist es ja auch spannend, bekannt worden ist sie durch Slam, auch wie ich dann irgendwann mal durch Jacobo Müller auftritt, dann irgendwie hat sie relativ bald angefangen, Kolumnen zu schreiben, unter anderem im Magazin, und das ist halt so die Kolumne in der Schweiz, gewesen, wo du halt so richtig bekannt wirst, wie so Michelle Roten vorher, und dann ist sie irgendwie die Hazel gewesen. Dann hat sie auch viel Schreibarbeiten gemacht, die Leute haben gemerkt, ich kann verdammt geil schreiben. Dann irgendwann hat sie ihr Solo-Programm gemacht, und das erste Programm ist wie so eine Mischung zwischen Stand-Up und Slam. Ja. Das zweite ist dann total Stand-Up gewesen und jetzt das dritte wieder. Ja. Und wie sie sich aber jetzt auch weiterentwickeln mit ihrem ganzen Podcast-Format, mit ihrem Buchformat, ihrem Duo, mit dem ganzen YouTube-Channel, auch dass sie geschnallt hat. Ah, genau, nachher über noch irgendwie über die Heute-Show, so als das als riesiges Katapult hat können nutzen und wie so am Peak gemerkt hat, ja okay, ich gehe jetzt da raus und nimm den Traffic für mich, weil sie einfach geschnallt hat, analoges Fernsehen ist nicht mehr da, weil sie will am Publikum abgreifen und das wird auch in der Zukunft sich gross verändern. Und hat so genau im richtigen Moment eigentlich den Absprung gemacht und hat ihre eigene riesige Community aufgebaut, wo sie jetzt hat. Und jetzt kann sie ja machen, was sie will. So. Da finde ich wahnsinnig spannend, auch wie so gerade so ein Land wie die Schweiz dann auf so etwas reagiert. Nämlich nicht sehr souverän. Also so mir fällt es so auf.
gerade so in der Schweizer Szene, also nicht in der Szene selber, aber so wenn ich mit Leuten rede, die wo außerhalb der Szene sind, wo ich wie so finde, wieso macht jetzt Hazel plötzlich so Reportagen, die nicht lustig sind? Oder wieso macht sie jetzt das? Also wieso, also ein bisschen beleidigt, dass man nur schon mal als Schweizerin aus der Schweiz rausgeht und findet, es ist im Fall für mich nicht so wichtig, was in der Schweiz passiert. Ich glaube, das ist vor allem das. Genau, mal das. Und dann auch sagen, ja, also ich muss jetzt nicht nur als Stand-Upperin erkannt werden, obwohl sie das ja immer noch macht. Yeah. Das war ja auch geil gewesen, irgendwie vor ein paar Monaten ist mal sind so zwei, drei Artikel hintereinander gekommen, das heisst ja, Hazel ist nicht mehr so lustig wie früher, also ist nicht mehr lustig und dann immer so, man, sind noch mal eine Show von ihr schauen? Also die Leute können einfach die Shows nicht schauen, die hocken einfach zuhause und lassen den Algorithmus in irgendwelche Videos reinhauen, gehen aber nichts von ihr schauen. Weil, also sorry, das ist so eine dumme Aussage. Und das ist der klassische, meiner Meinung nach, der klassische Medienkreislauf von grundsätzlich, völlig unabhängig von der Hazel, man schreibt oder berichtet irgendwie positiv über jemanden, weil meistens das ja dann auch Leute sind, die in irgendeiner Art und Weise das Gefühl haben, da habe ich jetzt noch ein bisschen etwas dazu beitragen oder ich habe die Person jetzt mitentdeckt, oder? Wenn ich jetzt zuerst über die berichte, oder? Dann wirft das auf mich ein gutes Licht, oder? Und wenn dann halt irgendwann jemand so gross ist, dann kackt das auf einmal und dann bist du so, ja, nicht mehr so lustig wie vorher. Ja, ja. Hat aber nichts verändert, das ist nur die eigene... Es ist so ein bisschen verletzt sein oder beleidigt sein, dass man nicht mitkommen darf auf dem Ding. Es ist wie einfach so Eltern, die irgendwie, also ich würde nicht sagen, dass die Schweiz die Mutter und Vater von der Hazel ist und sie jetzt mal gehen lassen, aber irgendwann muss man schon lernen, dass Leute erwachsen werden und fliegen und nicht mehr am Abend kommen zu Hause, am Abend und Hause kommen zu Nacht essen. Und ich glaube, in der Schweiz ist das eigentlich immer so mit Menschen, die nehmen anders angehen. Ja, voll. Außer dem Roger Federer. Ja. Aber wirklich, das ist, ich glaube, das einzige Beispiel. Und bei allen anderen sind wir so, sonst im Sport, wenn jetzt jemand ins Ausland transferiert, dann ist es meistens auch so ein bisschen, warum jetzt so? Und erst wenn es dort dann wirklich läuft. Es geht doch nicht zu Luzern. Es geht jetzt nicht zu Manchester City, Spinte. Ja, das stimmt. Es gibt ja x Beispiele von wahnsinnig erfolgreichen Schweizer Export, die aber in der Schweiz wie keinen festen Fuß haben. Und dann interessiert es in der Schweiz auch keine Sau. Aber wirklich niemand. Oder sie sind so ein riesig rotes Tuch, wie zum Beispiel so der DJ Antoine, wo ja auch so eine Person ist, die eigentlich noch nie persönlich durfte. Ich kann noch mal persönlich durch. Ich kann jetzt. Egal. Yeah. Der hat ja auch so ein. Genau so ein Standing, wo alle finden, das ist einfach ein riesen Vollidiot. Also wirklich so, die Schweizer Kulturszene, 90% finden, der ist auch gar ein Wichser. Ich kann zu den anderen 10%. So, genau. Yeah. Ich habe mal als Kellner geschafft in einem Restaurant, wo ich Gast war, und dort habe ich auch einen huren Wichser gefunden. Aber das ist mega lang her. I don't know. Aber das ist schon auch geil, wie zuverlässig so Leute, die wirklich ihren eigenen Film fahren, weil dem ist scheißegal, was irgendjemand in der Schweiz über ihn denkt, über ihn Sissach oder Terwil oder wo auch immer, in seinem völlig absurden Huren Schloss wohnt mit seinem Tigerteppich und seinem weißen fucking Mercedes oder was hat er, Hammer oder was auch immer. Dem ist das scheißegal. Und mit dem kann die Schweiz mega schlecht umgehen. Yeah. Dass jemand sein eigenes Ding macht, wo man nicht selber kann durch irgendwie Mithilfe oder ihm so sagen, wie er es eigentlich muss machen und wenn er ein bisschen daran teilhaben. Yeah. Mit dem hat Schweiz so schlecht umgehen. Das ist recht lustig. Von dem her ist es eigentlich recht geil, was er macht. Und du findest ihn sehr, du findest ihn super. Ja, du gehörst zu den anderen 10%. Ich gehöre zu den 10%. Ja. Nein, jetzt, sag mal so, ich finde in seinem Fall finde ich es wirklich faszinierend, wie wahnsinnig fest Menschen sich können aufregen können. Genau, das finde ich eben auch. Und dort habe ich dann auch... Ich habe lange zu denen auch gehört und wie sie gesagt, und bei jedem, wenn man irgendwie ein Beispiel braucht für jemanden, der scheiße ist, nimmst du DJ Antoine. Früher war es der DJ Bobo. DJ Bobo ist jetzt aber so auf dem Weg zum Peach Weber. Also so, weißt du, er ist schon so lange da und macht sein eigenes Ding, dass er jetzt fast schon wieder so ein anderes Level erreicht hat, von er ist so ein Medium, wo total autark von irgendwelchen Kritizismen oder Kritiken funktioniert. Yeah.
Und der DJ Antoine ist ja ein bisschen, ich meine, der David Däge ist ja ein bisschen so der DJ Antoine vom Schweizer Fußball. Also wirklich. Und dort habe ich auch das Gefühl, der findet so viele Leute so scheiße. Und seit er beim FCB ist, habe ich das Gefühl, ja, aber eigentlich ist ja noch geil. Also es ist so, der macht auch, der hat den fucking FCB gekauft. Ja. Yeah. Er ist jetzt dort der Chef. Hat einen Kollegen auf der Tribüne mit einem roten Telefon, mit einem goldenen Telefon. Der liebe ich. Der liebe der Dude. Und von dem her, das meine ich damit. Ich habe irgendwie, oder ich, seit ein paar Jahren bin ich wahnsinnig selbstkritisch mit meinen eigenen Labels, die ich irgendwelchen Leuten bewusst und unterbewusst mal gegeben habe. Und finde es immer wahnsinnig gut und lese mich selber zu hinterfragen und zu sagen, ich glaube, das ist vielleicht ist alles ganz anders. Ja. Yeah. So. Ja, also ja. Im Fall von DJ Antoine weiß ich wirklich nicht, wie der privat ist. Und da hörst du natürlich Verschiedenes und kommt, glaube ich, immer darauf an, zu welcher Phase man Wegbegleiter oder Wegbegleiterin gesehen. Ist mir auch scheißegal, ob er nett ist zu seinen Kindern. Ich weiß gar nicht, oder darüber gut. Doch, ein Sohn, der auch DJ ist mittlerweile. Ah, sehr und gut. Aussieht wie der Justin Bieber. Ja. Der DJ Beethoven. Genau. Hey, Satire. Nein, aber was ich wirklich finde, ist, dass der Charakter, den er kreiert hat, eben, dass sich die Leute über das so können aufregen, das fasziniert mich und ich finde das irgendwie einfach amüsant. Das heisst, wegen dem bin ich jetzt nicht ein riesen Fan oder was weiß ich, aber wir haben einmal, wo ich noch so eine Privatradio-Comedian gesehen bin, haben wir für Energy haben wir einen Bericht gemacht mit dem ProSieben-Team, sind wir da hin. Und es ist wirklich um einen Bericht gegangen, wie vor der Energy, was weiß ich, Show dort ist. So, ne? Und der halbe Tag, den ich dort gesehen bin, das ist gesehen, wie wenn du irgendwie in den Europa-Park gehst oder so. Also weißt du, es ist einfach von A bis Z durchgetaktetes Entertainment. Und das respektiere ich zu Tode. Das finde ich so geil. Weil du kommst dann eben in die fucking Villa und dann hat es irgendwie einen riesen Bürotisch, wo ganz viele Leute sehr beschäftigt am Arbeiten sind und keine Ahnung, ob das sonst auch immer so viele Leute sind, aber an dem Tag ist es so gesehen. Und dann kommt irgendeine nette Frau, die uns irgendwie begrüßt und sagt, ja, da sind wir, er ist leider noch nicht da, aber darf ich euch schnell ein bisschen rumzeigen? Und wir so, ja klar. Und dann gehst du in das Büro und sagst, da, das ist schon so ein Grafikteam und da haben wir das und so. Wollen wir etwas trinken? Ich so, ja. Dann gehst du in die Küche und dann hat es einen riesigen Kühlschrank mit jedem erdenklichen Getränk, den du jemals in deinem Leben gesehen hast. Was wollen wir? Per Zufall ist hinten dran die riesige Wand mit goldigen Schallplatten und so. Dass natürlich irgendjemand sagt, da, oder? Ja, und auf das sind wir besonders stolz. Das ist halt Showbusiness. Eben. Also er schnallt halt das, auf das sind wir besonders stolz. Das so halt mal machen. Da haben wir gerade 100 Millionen Views auf YouTube geknackt und das ist ja der erste große gesehen und da. Und dann wirklich aufs Stichwort, wo du einfach so merkst, jetzt ist so wie der Teil von der Show vorbei. Wir sind eine gut geschriebene Sitcom. Genau. Opens the door, he comes in. Ja. Hello, guys! Und auf die grösste Sonnenbrille ever mit irgendwelchen Prada-Hemli, da. Und mit dem Volkssäckli noch irgendwie. Und dann geht's los. Dann ist wirklich einfach die Floskeln da. Dann drehen wir schnell, was wir drehen müssen. Und dann heisst es so, hey, machen wir noch Fotos? Okay, so, und dann machen wir Fotos und dann sagt er so, und irgendwie jetzt nur mit dir und jetzt hocken wir dort an. Und er wird wirklich kurzes Fotoshooting gemacht mit dem iPhone. Und nachher, ich glaube, noch auf dem Heimweg. Oder mit einem anderen Telefon von einer anderen Marke, der genauso gut ist. Entschuldigung, es ist dort eins. Ja. Macht es auf meinem neutralen Telefon. macht es auf dem Heimweg noch, ich bin noch im Zug, macht es. Bring, irgendwie damals Facebook, oder? DJ Antoine has tagged you. Dann hat es irgendwie er und ich, wenn wir irgendwie auf einem Bänkli sitzen und ich irgendwie das Mikrofon habe und er sagt, hey buddy, was awesome to have you here for the interview, da. Dann macht es irgendwie 10 Sekunden später, bring, Twitter. Dort ist dann ein Foto mit irgendwie 15 Leuten. Hey, Energy Team was here, watch it then and then. Ja, ja. Bring, Instagram, wieder ein anderes Foto. Und du bist einfach so, das ist eine Maschine, die läuft. Ja, das ist halt schon ein bisschen anders, als wenn irgendwie ich allein daheim irgendwie finde. Ja, also wenn du beim SRF ein Shooting hast und nachher sagt der Fotograf, ich schicke dir dann Bilder und so 2 Wochen später kommst du irgendwie
ein WeTransfer-Link auf, den du nicht kannst aufmachen kannst, weil er zu gross ist. Und einfach so zwei Bilder. Also es ist eine rein fiktive Geschichte, ja, ja, natürlich. Ja, ja. Genau, sorry. Nein, und einmal, was ist gesehen? Swiss Music Awards, After Party irgendwie, ist alles gratis, oder? Mhm. Und da hast du irgendwie 2 Meter groß. Gratis, aber nicht umsonst. Genau. Dann steht er dort an der Bar und ich bin irgendwie hinter ihm. Dann sieht er mir noch, hey, Basel represents oder irgendwie so. Mhm. Und dann sagt er, ich bestell gerade, was brauchst du? Und ich so, weißt du, 4 Whisky Cola oder was du siehst. Auf jeden Fall 4. Und dann bestellt er die und dann gibt er mir sie einfach so und sagt, gehen dann auf mich. Und dann ist er einfach weggelaufen. Und das ist alles Teil von dem Charakter, den ich einfach so finde, mich unterhaltet. Also weißt du, ich finde es lustig. Und, ja, und es gibt so viele Sachen, die so überpeinlich sind. Mhm. Aber ja, wenn du Witz checkst, dann ist es scheißegal. Dann nimmst du doch auf, dass das, was es ist. Ja, es ist halt, es ist Showbusiness. So. Ja. Ja, genau. Okay. Ja, gut. Darum, wie sind wir auf den gekommen? Weiß auch nicht mehr. Ah, wegen, wenn Menschen aus der Schweiz rausgehen. Ah, ja, genau. So. Ja, ja. Zum Beispiel auf Weil haben wir einen gepostet. Ja. Ja, aber eben, dort tun sich wirklich die Schweizer sehr schwer. Mhm. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass oft auch so ein bisschen Missgunst mitschwingt. Mhm. Also gegenüber den Leuten, die rausgehen, oder? Ja. Ja. Es ist vielleicht Unverständnis, aber es ist meistens auch so ein bisschen Missgunst. Mhm. Weil so grundsätzlich, glaube ich schon, man kann natürlich nicht pauschalisieren per se, aber so, ich sage jetzt grundsätzlich, schon oft das Gefühl entsteht von, man freut sich ein bisschen, wenn jemand scheitert. Ja, ja, voll. Ich meine, das ist ja, warum, ich habe so eine Zeit gehabt, wo ich da die Auswanderersendung ständig geschaut habe im Schweizer Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Auswandern. Ja, oder die Auswanderer. Die Auswanderer oder irgendwie, ja, so. Und ich habe das super gefunden, aber ich habe nur die eine Staffel vor allem ausgehalten, weil ich bin dort wahnsinnig harmoniesüchtig. Ich halte es wirklich nicht aus, wenn so Leute ins Ausland gehen und scheitern. Dann habe ich gesagt, oh nein, nein, ah, der Glassestamm funktioniert nicht, ich stelle jetzt ab. Und jetzt aber eine Staffel gehabt, wo wirklich fast alle so mega solide, der eine irgendwie in Kanada so ein hoher Hotel aufgemacht mit seiner Familie, der andere irgendwo an der Nordsee einen Fischbrötchenstand übernommen. Irgendjemand in Spanien, einfach so, oder irgendwo in Chile, ein hoher Agriturismo angeklotzt irgendwo an. Da habe ich wirklich so gefunden, ich glaube, die schaffen es vielleicht alle. Und ich bin so mega am Routen für die, empfinde so, wow, so geil, super. Aber ich glaube, auch viele Leute schauen das auch wirklich mit dem Wunsch ein bisschen, dass die Leute dann total scheitern und wieder zurückkommen. So ein wie als Manifestation für die Leute, die es schon immer gewusst haben, dass man am besten einfach daheim bleibt. Ja, ja. So. Ja, ja. Weil ja aus der Schweiz rausgehen. Das Geile ist ja, vielleicht hat es auch mit dem zu tun, dass eigentlich jeder Schweizer theoretisch könnte hingehen, wo er will. Oder? Also mit unserem Pass. Du kannst ja, das ist ja eh so die grösste Weirdness überhaupt, dass wir überall dürfen hin und dass wir so für selbstverständlich sind. Wie ganz viele andere Länder auch. Und dann hure hässig sind, dass andere in die Schweiz kommen. Mhm. Und mit dem nicht kommen klar. Aber dadurch, wenn du als Schweizer theoretisch überall hin könntest, ja, wieso machen sie denn nicht noch mehr? Yeah. Und also jeder, der geht, ist wie so ein Zeichen, hey, wieso gehst du eigentlich du nicht? Ja. Yeah. Ja, weil ich mich nicht traue oder weil ich zu faul bin oder weil ich Angst habe, ich habe keine Idee oder ich weiß es nicht. Und jeder, der das halt macht, ist wie so ein Zeichen so, hey, der oder die probiert jetzt das, so der Traum irgendwie zu leben, weil der Traum ja wahrscheinlich von allen oder von den meisten nicht ist, in der Schweiz im Einfamilienhäuschen zu sitzen. Und dann, wenn die Leute zurückkommen und scheitern, ist es sowieso ein bisschen, gut, ich habe mich da nicht, es ist gut, dass ich wieder zurückkomme, weil es zeigt auch, dass es besser ist, dass ich daheim bleibe. Ja, ja, so, quasi die eigene Entscheidung verstärken. Ja. Zum Beispiel, das Geile ist, ich habe letzte oder vorletzte Sommer habe ich in Schweden im Hotel haben wir jeden Morgen die gleiche Sendung geschaut, weil die einfach, wir haben auch wenig Sender gehabt, das ist die einzige Sendung, die einfach gelaufen ist am Morgen und das ist so eine, ich glaube, eine BBC-Serie gewesen, auch nicht die Auswanderer, aber irgendwie so House Hunting in Spain oder wo auch immer, wo einfach irgendwelche britische Couples in Spanien, meistens in Spanien, manchmal in Frankreich, manchmal in Italien, aber oft in Spanien, so auch klischiert. Yeah. Wieso findet, wir wandern jetzt aus auf Spanien und suchen unser Haus dort. Und irgendwann hat mich die Attitüde von diesen fucking Briten so angeschissen, weil ich so gefunden habe, ihr
dummen huren Scheissgrinden. Die Selbstverständlichkeit, die ihr Briten habt mit eurem kolonialen Scheiss-Selbstverständnis, dass irgendwie der Mike und Jenny, wo 60 sind, jetzt wirklich das Gefühl haben, sie können einfach, weil sie Briten sind, auf Spanien wohnen. Oder irgendwo auf der Welt und dann mit dem, oh yeah, it's nice here, it's not, of course you have to know Spanish and I know a lot of Britons who live here. Irgendwann haben mich die Wichser so aufgeregt mit ihrem Selbstverständnis, dass ich finde, weißt du was, fuck Rule Britannia, fick euch das ganze Imperium, ihr dummen Hurensicher. Und das ist mega lustig, weil ich dort so hässig geworden bin. Darum bin ich auch nicht so traurig, dass Queen gestorben ist, aber... So. Ich finde aber, der Faktor Fernsehen finde ich ja schon wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend, weil ich ertappe mich selber immer in, ich sage meiner Freundin manchmal, weißt du, irgendwie, da sagst du etwas Böses über halt irgendwie jemanden, der am Fernsehen gesehen ist, in einer so Doku oder keine Ahnung was. Und ich ertappe mich dann selber immer und sage, ja, aber weißt du, das ist ja Fernsehen, das ist nicht echt. Das sind für mich nicht wirkliche Menschen. Einfach nur, weil noch so eine dumme Scheibe dazwischen ist. Oder? Und du sagst dann Sachen, wo du, oder eben denkst Sachen, wo du nie würdest, wenn du schon nur eine Sekunde mit dieser Person geredet hast. Dann hast du irgendwie viel mehr Verständnis. Ja, ja, natürlich. Weißt? Ja, klar. Aber es ist wieder genau das Gleiche, wie man hat so die Vorstellungen und man hat so die Meinungen. Yeah. Und ich rede mit mir selber, wieso bin ich jetzt so hässig? Yeah. What? Wieso jetzt das? So, und dann irgendwann lernst du jemanden aus England kennen und bist einfach ja, schon natür- so... Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Aber zum noch schnell zurück auf The Awards zu kommen. Ja. Was ich eigentlich mal beantworten wollte, ist die Show. Finde ich absolut so, wie du gesagt hast. Was ich aber gemerkt habe, ist jetzt zum ersten Mal im Kongresshaus gesehen. Ja. Jetzt ist es für mich, als kleiner Comedian, der irgendwie eben vor mittlerweile 10 Jahren angefangen hat mit Stand-up und irgendwie dort die paar Leute kennengelernt hat, die auch irgendwie schon etwas gemacht haben. Und ich muss das Gefühl haben, wir sind so die kleine, lustige Familie und wir sind so ein bisschen unter uns, hey, und ein paar Leute kriegen es mit, das ist mega toll. Ist jetzt natürlich, vor allem weil noch ein Jahr Pause war, nachdem wir uns immer im Bernhard-Theater getroffen haben und einfach so ein paar Leute, eigentlich alle aus der Comedy-Szene, sind zusammengekommen und dann hat man sich noch Preise gegeben und nachher hat man noch angestoßen. Habe ich jetzt gemerkt, ich habe nicht einmal alle gesehen. Ja, ich sind zwar alle dort gesehen, wir haben uns auf dem WC eine Sekunde gesehen. Ah, hallo, tschüss. Ja. Und habe ich gemerkt, jetzt ist das, was ich mir immer gewünscht habe, im Sinn von Comedy kriegt eine größere Plattform und kriegt mehr breite Akzeptanz und somit auch wieder mehr Augen und somit merke ich, dass das ein kleiner Comedian in mir, von der rein künstlerischen Sicht, natürlich so auch ein bisschen weh macht, ist übertrieben. Aber oft so wirklich? Ja, nicht, okay. Eben nicht weh macht, ist übertrieben, aber so ein bisschen, jetzt wird es anders. Ja. Ich habe den Moment genauso erlebt, aber ich habe sehr positiv konnotiert. Ich bin dort reingesessen, in dem Kongresshaus und habe so gefunden, okay, das ist so ein nächster Step und das finde ich super. Ich finde es auch super. Ja, ja. Wie gesagt, eben, es ist mehr so gewesen, ich habe gemerkt, so, das, was ich immer als das Familiäre empfunden habe, Das wird logischerweise wird das schwieriger zum reproduzieren, wenn 1200 Menschen in einem Saal sind. Ist einfach so. Ja, ja, logisch. Nein, ich habe den Moment also, ich habe das aber gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das, jetzt wird es auf SRF 1 übertragen, am Samstagabend gemacht, die 2 Stunden live aus dem Kongresshaus Zürich. Habe gar nicht realisiert, wie gross das hohe Kongresshaus ist, dass es so nah am See ist, weil ja, glaube ich, auch bedeutet, dass es irgendwie repräsentativ ist. Und ich habe dann relativ schnell geschnallt, okay, geil, das ist so dort, wo man hin will. Ich habe dann, als ich es ein bisschen im Fernsehen nachgeschaut habe, wie sie gemerkt, Teil davon funktioniert mit dem SMA-Oscars-Appeal. Andere Sachen funktionieren noch nicht so ganz. Dort hat man wieder noch das Gefühl, es ist so eh noch ein bisschen Privalo mit so Plastikstühle. Also, was ich dort mal den Privalo gesehen hast. Es hat so einen geilen, weirden Charme, dass irgendwie, was auch nicht Wodermix war, irgendeine Schüre in Schwammendingen oder so. Oder vielleicht auch im Hallenstadion, aber immer auf so geile Plastikstühle. Weißt du, die weißen Gartenplastikstühle?
Und der Hausi Leutenegger kommt jedes Mal irgendeinen Preis über. Und Monika Kählin ist dort und Sepp Trütsch. Manchmal lebt er noch, manchmal nicht mehr. Also, ich finde Privalo etwas vom Geilsten. Ja, ich bin leider noch nie... Nein, ich bin noch nie live gesehen. Aber ich habe mal irgendeinen Blick, Livestream, habe ich mal geschaut. Und da habe ich gemerkt, ich habe etwa 30 Memes kreiert in einer halben Stunde. Ja. Wo ich einfach in meinem ganzen Freundeskreis geschickt habe. Mhm. Es ist alles so absurd. Es ist wirklich, wenn du willst, eine Comedy-Show, so eine scripted Comedy-Show schreiben über das Showbusiness und dann gibt es irgendwann einen Preis verlegt. Sie war genau so. Das müsste genau so sein. Ja, das stimmt. Nein, darum habe ich wie so gefunden, das ist irgendwie, das ist ein geiles Zeichen gegen aussen, auch irgendwie so, dass man eben so sagt, hey, ich finde es gerade so wichtig, dass man wie so alle Szenen, wir sind, ich glaube, der Tommy Schmidt hat das mal gesagt, vor 2-3 Jahren irgendwie in einem Podcast, der gemischtes Hack, Tommy Schmidt, dass ich finde, auch in Deutschland, man, die Unterhaltungsszene ist viel zu klein, als dass man sich irgendwie könnte in Lager verfeinden und finden, ich finde dich scheiße, ich finde die scheiße, ich finde das scheiße, sondern ich finde eigentlich gegen aussen ist es so, dass wenn irgendjemand auf der breiten Masse Erfolg hat, ist das für alle mega gut. 100%. Für alle. Yeah. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch Leute innerhalb der Szene zum Teil nicht so schnallen, dass es wie, hey, du warst scheißegal, ob du mit dem und dem etwas kannst anfangen, wenn es als humoristisches Ding wahrgenommen wird außerhalb der Szene und es hat positive Aufmerksamkeit, dann ist das für alle gut. Mhm. Immer, scheißegal, was du machst dahinter oder drunter oder daneben. So. Und darum habe ich das super gefunden, dass das so gemacht hat und doch auch relativ gut funktioniert hat. Absolut. Also eben, Joe ist, glaube ich, noch nie so gut gesehen, finde ich. Ja, das stimmt. Die hat wirklich von A bis Z die funktioniert. Ich habe dann ein bisschen gestaunt, ich habe dann ein paar Kritiker gelesen oder halt Kritiker, es hat aber gar nicht so viel gegeben. Also Nachbesprechungen. Ist natürlich logisch, heutzutage ist es nicht mehr so, dass wenn das Tageszeitungen kommen und nachher irgendwie eine zweiseitige Rezension über irgendein so ein Ding machen, weil die haben ja selber kein Geld und kein Personal. Ja, aber gerade außer das große Unternehmen ist ein Medienpartner. Ja, genau. Aber auch dort, also was ist dort? Das ist nicht so viel nachher passiert. Die haben alles im Vorhinein gemacht. Nachher ist so noch ein Artikel mit einer Bildstrecke und das ist genau gewesen. Ja. Dann habe ich übrigens noch geil gefunden, dass als SRF über den eigenen Schatten gesprungen ist und einerseits etwas übertragen hat, wo der offizielle Medienpartner Ringier ist. Und sogar eine Ringier-Moderatorin und das Ringier-Eigengewächs, wo jetzt wieder bei SRF halb engagiert ist, wie so anstellt und das featured. Fand ich, das ist doch super. Das ist geil. Ich glaube, anders geht es ja sonst gar nicht mehr. Also das ist ja auch in diesem Bereich. Und das meine ich auch dort finde ich so, hey Mann, wir müssen glaube ich mehr zusammenarbeiten, weil dann sind dort immer geiler Zeug, als wenn man seine eigenen Gärtchen einfach irgendwie bewässert. Ja, das habe ich zum Glück schon früher so mitgekriegt und ist mir auch immer gesagt worden, sei es jetzt von älteren Seiten wegen Gastronomie und so, man soll sich nicht aufregen über das Restaurant, das gegenüber aufgeht, sondern im Idealfall ist das auch noch geil und die Leute wollen öfters in der Ecke kommen und dann können sie auch zu dir essen. Ja. Und das ist mit dem genau das Gleiche. Ja. Mir ist wirklich nur, das ist eine rein emotionale Geschichte gesehen, dort sage ich, das familiäre Ding ist so, das stimmt. So viele Leute, die ich nicht kenne. Ja. Und das hat, auf so ganz kurz hat es mich ein bisschen gestresst, oder? Weil ich hatte Charlie eine Stunde nicht gesehen an der Afterparty. Und ich bin die ganze Stunde, habe ich das Augenwasser hier unten gehabt. Und ich wusste, ich muss ihn einfach schnell sehen, umarmen, dann kann ich es endlich laufen lassen, nachher ist es gut. Aber die ganze Stunde war schrecklich. Und ich habe so gesehen, und dann irgendwann angerufen, dann haben wir uns gesehen, dann habe ich endlich können. Ja, ich habe dann nachher das geil gefunden, bei der Afterparty, so der Saal, wo ja so ein furchtbarer Saal war. Das Licht war so hell, gewesen, dass wenn sie signalisieren, dass die Party vorbei ist, haben sie das Licht gar nicht können anmachen, weil sie schon an war. Ja. Also, Es war wie so eine... Irgendwie wie so eine Beerdigung von so einem Stadtrat oder so. Also so wie, es hat so viele Leute, es ist in dem Saal, es gibt irgendwie Häppli. Ich habe kein einziges gesehen. Aber was ich krass gefunden habe, es hat dann irgendwie schnell einfach
mega süß, so Kuchen gegeben. Mhm. Also von der Wert zum Teufel frisst jetzt sofort Kuchen. Also niemand. Also mal der Robin Pickis hat nachher alle den ganzen Kuchen gefressen. Aber ja. Ja, so. Ja, was ist wegen dem Saal? Nein, auch den Saal habe ich irgendwie weird gefunden. Sie hat dann irgendwann mal angefangen. Aber geil, es ist das Kongresshaus. Also ich habe mir noch überlegt, was soll sonst für ein Saal sein? Ja. Also. Naja, vielleicht. Es hat, ich meine, was sehr für die ganze Szene gesprochen hat, ist, dass man am Morgen, um 2 Uhr, noch einen riesigen grossen Teil von allen Leuten rausschmeißen musste. Das habe ich super gefunden. Also nicht, dass man rausgeschmissen wird, sondern dass alle so lange bleiben, bis man rausgeschmissen wird. Ja. Das habe ich super gefunden. Ich bin dann super hangry, möglichst schnell entlang Straße. Ah, wirklich? Und habe 2 Pizzaslice gegessen. Allein oder in einem Pulk von Leuten? Nein, also mit der Freundin. Ja. Und der Pulk von Leuten ist auch dann gekommen. Ah, okay. Ja, bei uns, wir sind wie so draußen gestanden und dann haben irgendwie Leute angefangen, die Signs oben runterreissen. Hast du das noch mitbekommen? Nein. Ah, okay. Nein, aber ich bin wirklich, am Schluss habe ich gemerkt, ab dem Moment, wo es keinen Alkohol mehr gegeben hat, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich wahnsinnig Hunger habe. Ja. Ich habe überhaupt keinen Hunger gehabt. Ich habe meinen Hunger, glaube ich, mit Bier gestillt. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber Bier habe ich keins getrunken, das hat vielleicht ein bisschen geholfen. Dann habe ich so Hunger gehabt und dann hat es irgendwie geheißen Gonzo. Ja. Und alle so, okay, Gonzo. Und dann sind wir sofort entlangstoß, schnell die Pizza reingestellt und dann sind wir oft schon mal vor ins Ganze. Und jetzt sind die anderen so 20 Minuten später gekommen oder so. Ja. Ja. Ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass es um 2 schon fertig war. Ja, es hätte wie noch sollen irgendwie. Und Musik. Eine offizielle After-After-Party geben, irgendwo noch. Und Musik hast du bis am Morgen um 5 Uhr. Genau, eben irgendetwas mit Musik oder so, wo irgendwie. Ja, gut, aber da kann man ja vielleicht nächstes Jahr dann machen. Ja. Vor 2 Jahren bist du auch gesehen, oder? Weil dort ist auf dem Dach gesehen. Auf dem Dach vom Opernhaus. Nein, da bin ich nicht. Bist du nicht gesehen? Nein. Und das ist der absolute Knaller gesehen. Auf dem Dach vom Opernhaus? Das klingt so nach. Wie heißt der Typ, der Batman ist? Bruce Wayne. Der Bruce Wayne, oder so. He's having a party on the roof of the opera house. Ja, aber es gibt halt dort so einen Aussenbereich. Ja. Und es ist. Ein Aussenbereich, ja, da gibt es. Effektiv. Frau nicht Treppe. Sorry. Perfektes Wetter gesehen. Ja. Dass man können. Ah, geil, nein, dort bin ich. Ich bin, glaube vor 3 Jahren gewesen, einfach dort, wo ich auftreten bin. Und nachher bin ich nicht mehr gewesen. Ja. Bis jetzt das Jahr. Ja. Ja, ja, okay. Ja, und das ist eh speziell gewesen, weil dort ist halt wirklich gerade die Corona-Zeit gewesen und es ist Herbst und es ist gerade gegangen. Es war gerade Anfang September gewesen, bevor die zweite Welle, Lockdown etc. Angestanden ist. Mhm. Und das hat dann die Welle noch so ein bisschen beflügelt, wahrscheinlich die ganze Veranstaltung. Ja, also wir haben ja auch Ärzte in der Comedy-Szene. Ja, das stimmt, so, und die haben dort ein bisschen Entwarnung gegeben. Ja. Dass jetzt draussen ein paar Leute wahrscheinlich nicht ganz so schlimm ist. Und darum haben sie es auch draussen gemacht. Und dann haben sie Glück gehabt mit dem Wetter. Ja. Und dort ist schön gesehen. Dort ist, glaube wirklich, eben jeder Mensch hat etwas mit der Comedy zu tun gehabt. Mhm. So, und das ist das Einzige, was ich das Jahr gemerkt habe. Und ich will nicht zu fest darauf rumreiten, aber das ist das Einzige, was ich gemerkt habe. Viele Leute hier haben eigentlich nichts mit Comedy zu tun. Mhm. Und wenn es jetzt ein reiner Comedy-Event wäre, würden sie wahrscheinlich auch nicht kommen. Aber sie kommen halt, weil man das jetzt so macht. Ja, es ist so Zeit, die Award war, aber dann irgendwie. Ich habe das aber noch geil gefunden. irgendwelche Leute, wo ich dann mit meinem so Semi-Boomer da sein, die ist wahrscheinlich von TikTok. Das habe ich aber wirklich die ganze Zeit. Bei 90% der Menschen habe ich gedacht, Social Media hat etwas. Ja. Sicher 100 Mal mehr Follower als ich. So, ja. Das ist eigentlich die ganze Zeit der Gedanke. Ja, geil. Ja, jetzt haben wir lange über die DJ Antoine und den Swiss Comedy Award geredet. Hey. Hure Insiderig. Wie geht's dir? Was machst du eigentlich? Was hast du da rausgenommen? Ich habe gerade mal in Wikipedia geschaut, um zu schauen, was der Gabriel alles macht. Und dann habe ich mit Freude festgestellt, dass es ein Bild drin hat von unserem Podcast vor 2 Jahren. Ah, sehr gut. Schau mal. Hast du da dein Copyright angegeben, dass du da noch ein bisschen... Nein, das gehen wir frei. Das ist okay. Also ausnahmsweise. Schön. Ah, ich habe das schon lange nicht mehr angeschaut. Ja, schau, was steht da? Schweizer, hast du die Wikipedia gemacht? Oder? Nein, ich habe das mal probiert, aber ich habe es nicht gewusst, wie das geht. Das heißt, was steht da? Christoph? Ah, das bist ja du. Ja. Da steht Gabriel Vetter während einem Interview und mein Name ist angegeben. Ich bin es aber nicht gewesen. Du bist nicht gewesen. Das ist doch dein Account, der das aufgeladen hat. Nö. Du jetzt nicht so. Nein. Du hast das auch verkauft, ins Internet.
Also wenn ich wüsste, dass man da würde etwas verdienen, würde ich das machen, aber es ist nicht so. Also ich habe das Gefühl, du hast da reingeladen. Also ich nicht. Okay, zeig mal schnell die Wikipedia, das nimmt mir jetzt Wunder. Zeig mal die Wikipedia. Ja, zeig mal, was dort steht. Das nimmt mich jetzt auch Wunder. Kanton Schaffhausen aufgewachsen. Jawohl. Seine Mutter, wieso ist jetzt meine Mutter dort? Was Journalistin, ja gut, ja. Erster Auftritt an einem Poetry Slam in Schaffhausen, den er auf Anhieb gewann. Auf Anhieb, nicht einfach noch. Nein, auf Anhieb. So, dann. Schau jetzt zum Beispiel dort, der Satz stimmt nicht. Salzburger und war bis zur Preisverleihung 2017 an Tesel Bugge der jüngste Träger dieses renommierten Kabarettpreises. Bin ich immer noch. Tesel ist 2 Wochen älter gewesen. Wirklich? Wenn man sagt, sie ist die jüngste Preisträgerin, kann man das sagen? Weil sie ist ja Preisträgerin. Das heißt, ja. Du bist sowieso immer noch der jüngste Träger, weil Tesel identifies as her. Obwohl ich auch Frühling war und zu früh auf die Welt gekommen bin. Von dem her eigentlich bin ich noch viel jünger. Ah, aber das ist ja einfach genau. Eigentlich müsste man ja immer abzügig rechnen. Vetterlecht, das hat auch in Winterthur und so. Ja. Gut, schön. Tipptopp. Debüt-CD. Du bist aber auch noch knapp in einer Zeit gewesen, wo man CDs raus... Ich habe noch eine von dir. Ja, ich auch noch eine. Also ich habe noch eine ganze Uhr Boxen, die habe ich von diesen scheiß CDs. Und ich habe leider zu wenig Schrebergarten, als dass ich könnte die CDs als Vogelscheuche benutzen. Hast du nur von 15 bis 17 in Norwegen gelebt? 15, 17, ja. Wirklich? Mhm. Ist mir länger vorgekommen. Ja, mir auch, vor allem, wenn etwas dunkel war. Das war schon furchtbar. Ja, in Norwegen von 15 bis 17, aber in Schweden 2014. Also alles in allem etwa 3 Jahre. Ah, vielleicht habe ich das dann so wie zusammen da in meinem Kopf. Ja. Ist ja alles Gleiche. Schweden ist ja das Norwegen von Skandinavien. Ich Ah, ja. Okay. Ja, genau. Bist du zufrieden mit dem Wikipedia-Artikel? Ja, ist doch gut. Ist kurz. Es wäre mir jetzt peinlich, wenn er so länger wäre. Und weißt du, so, manchmal liest ich ja so Wikipedia-Einträge von so Leuten, die jetzt nicht so mega A-Promis sind. Ja. Yeah. Und sind so riesen Hurriemen. Und dann steht wirklich so, im Februar 2017 war er beim Auftritt in der Kornscheune Wiedenau, hat er den respektablen 2. Rang erreicht. Und denke so, auf Anhieb. Ich glaube, die ist Mami geschrieben oder du selber. Also so. Ja. Meine ist so. Deine ist so lang? Ja. Okay. Meine zeig dir mal. Die ganze Vita. Bam. Ja. Hast du den geschrieben oder hast du jemanden, der das für dich je... reingeschrieben hat? Ich habe jemanden, der das meiste geschrieben hat und ich habe dann natürlich noch ein paar Anpassungen gemacht. Okay. Ja. Weißt du, ich weiß aber kann man das denn sehr selber... Sehr lustig. Habe ich den 3 da und so. Kann man das selber schreiben? Nein. Nein, selber schreiben kannst du nicht. Du kannst schon, aber es kann dann jeder auch irgendwie dir etwas anderes korrigieren oder machen. Also du kannst es nicht unter Kontrolle. Ich war ja Mitarbeiter bei Virus Hepsetheater. Ah! Sag mal, das Hepsetheater, habe ich gerade gelesen, dass der Dani von Wattenwil das Basel Hepsetheater übernimmt. Weißt du das schon? So viel ich weiß, hat er schon. Eben? Ja. Und, also, was macht er jetzt denn? Also, ja, also, ich kann nicht für ihn reden, aber er hat es übernommen. Es ist eigentlich schon länger immer wieder das Thema gesehen, dass der Hepse das irgendwann... Na, logisch. In gute Hand weitergeht. Und jetzt haben sie das, haben sie das endlich finalisiert. Aber ich glaube, also das Programm wird jetzt wegen dem nicht gänzlich anders sein. Sondern es ist mehr die Leitung übernommen worden. Und der Dani hat ja schon lange auch seine eigenen Ensemblestück gemacht dort. Ah, okay. Also wie parallel. Ich habe mir eben noch überlegt, was heisst das, wenn man so etwas wie das Hepsetheater leitet? Ist das so ein 100%-Job? Ist es ein 200%-Job? Oder ist es einfach ein 20%-Job? Ich kann das wie nicht... Ich glaube, es ist schon recht viel. Aber sie sind natürlich auch gut aufgestellt, weil sie haben ja verschiedene Mitarbeiter, die verschiedene Bereiche abdecken. Und das Hepsetheater ist einfach so 2 Monate, 3 Monate lang ist einfach mal mit Fasnacht gefüllt. Logisch. Und der Rest macht den Mutzenbecher. Und sonst spielt er noch ab und zu. Ja, genau. Ja. Ja, ich bin der Erste gesehen, der nach Covid wieder auftreten ist. Okay. Nein, der Letzte vor Covid. Ja. Der erste nach Covid und dann glaube ich wieder der letzte, also so, ich habe eigentlich immer alle die Lockdowns eröffnet und wieder abgeschlossen. Ah, schön. Und so, ja. Ja. Oder zu sagen, das Hepsetheater ist so ein Basler
Theater in Kleinbasel, wo recht eigen baslerisch ist, oder? Also so ein bisschen ältlich vom Interieur, also man läuft ein und es hat so die Stufe, so ein bisschen wie das Bernhard Theater. Ja, ja, also es ist ja eigentlich wie ein Pendant sozusagen, das Basler Pendant. Also das sind ja oft ähnliche, wenn nicht sogar die gleichen Produktionen. Mhm. Ich weiß noch, deine Show schaue, das erste Mal, wo du mit dem Cenk auf Tour warst, dein erstes Solo-Programm, wo der Cenk dich supportet hat, bin ich bei der Premiere mit dem Deville. Ja. Yeah. Und ich weiß noch, wir sind zusammen an so einem Tisch gesessen und haben, wenn wir einfach können, Wein bestellen, haben eine Flasche Weisswein bestellt und die gesoffen. Das ist, glaube ich, der furchtbarste Weisswein, den wir je getrunken haben. Aber es war super lustig, ich weiß. Ja. Und dort habe ich den, wie heißt der? Den Cantalupi getroffen, kennengelernt. Fußballlegende Mario. Fußballgott, liebe Grüße. Absolut. Ich habe immer noch ein Selfie mit ihm. Wirklich? Ja. Oh, so ein guter Typ. Das Hauptstadttheater, das war ursprünglich ein Kinosaal gesehen, wo nie ein Film gelaufen ist. Mhm. Und darum hat es die komischen Stufen. Das ist wie so geil, wie viele Theater sind in der Schweiz so, wie so der Teppichboden, der über dem alten Parkettboden ist. Wie wenn's, wenn der Teppichboden wie, und kommt noch ein altes Kino führen und unten führen. Aber es ist ja auch, wenn hast du schon so einen grossen Raum irgendwie aus irgendeinem Grund. Ja. Es gibt doch in Basel, in der Innenstadt, was ist das? Scala. Wo so ein geiles Kino war und jetzt ist es so ein Anthroposophentempel. Jetzt ist es auf dem Theater, wo du kannst mieten. Ja. Und ja, sie haben noch ein bisschen spezielle Veranstaltungen sonst. Ja. Aber also, wenn du mal einen guten, ich glaube fast 400 Platz, wenn du mal einen guten 400er Raum brauchst. Ja, ich bin aber bei Kinos nicht so überzeugt, weil ich mag die Akustik nicht drin, weil sie schluckt so alles. Also. Ja, nein, aber es ist eben nicht, also es hat nicht mehr die Kino-Akustik. Okay. Es ist ein gutes Theater. Okay. Also ich bin schon ein paar Produktionen da schauen, die eben gefunden haben. Welches ist dies jetzt in der Schweiz oder im Theater, in dem Theater oder Saal, wo du auftrittst, was ist dein Lieblingstheater, dein Lieblingssaal? Das ist eine gute Frage. In der Schweiz? Ja. Ich find das Bernhard-Theater schon wahnsinnig weit oben. Mhm. Wieso? Weil es so, also wenn ich natürlich am Bernhard-Theater ausschätze, ist, dass es so die Mehrstufigkeit hat. Dass genau. Es wie, du bist wie in so einem Berg drin eigentlich, wo von überall so ein bisschen Hobbits zuschauen. Also, ich mag zum Beispiel das Taburettli wahnsinnig gern. Also der obere Saal vom Foto. Vom Foto, der hat ja das auch ein bisschen. Also so, der hat so klassisch unten so die, die haben auch Stühle und Tischli und so. Und hinten eine Bar und haben wie so, also die Mehrstufigkeit drin, das finde ich super geil. Ja, also eben, jetzt müssen wir natürlich auch überlegen, von was für eine Größe wir reden. Mhm. Wenn man jetzt ein Kleintheater noch mitnimmt, dann wird es eine sehr lange Liste. Mhm. Und eben grundsätzlich Locations, wo man gerne spielt. Also ich bin ja nicht, weil ich das 8 Jahre lang gemacht habe, ich bin der festen Überzeugung, dass Spalz als Comedy-Room etwas vom Geilsten ist. Findest? Ja. Nein. Also ich bin dort immer sehr gerne auftreten. Ja. Vor allem, weil ich nicht den Kopf angeschlagen habe an der Decke wie der Gabi Rano. Ja, aber als Definition für einen Comedy-Club, wie ich es halt gesehen habe in England und in den USA und so, habe ich immer gefunden, und alle, die Stand-Up-Fanatiker sind auch immer und sagen, Balz ist schon. Ja. Aber wenn man. Es ist natürlich auch immer, also ich weiß nicht, wie es damals war, aber immer, wenn ich dort auftreten bin, es war eigentlich immer ein Pumpe voll und die Stimmung war sehr gut. Ja. Und wegen ich sag, der Raum macht schon viel aus. Ja. Weil es hat eine tiefe Decke, es ist perfekt, schmal, langer Schlauch, so das, was du willst. Wenn wir jetzt wirklich von Theater reden, also ich meine, zum Beispiel Thomas finde ich auch den Burgbachkeller mega geil in Zug. Oh, den kenne ich nicht. Der hat irgendwie 90 Plätze oder so, vielleicht 100. Und es ist einfach eine alte kleine Höhle und es ist einfach so und es geht schmal hinter. Ja, von denen gibt es ja einige, so die kleinen. So Zeugs ist super. Ich meine, das war als Ono in Bern. Und, weißt, das ist also die Kategorie, oder? Ja. Dann finde ich das Casinotheater ein absoluter Traum. Ja, das stimmt. Weil das eigentlich das Gleiche in grösser ist, weil es ist genauso konzipiert. Wir haben einfach so hintere. Es gibt in
wo ist das? In Burgdorf gibt es ein Theater. Heisst sogar Theater Burgdorf? Das ist so geil. Das so, einfach das. Was ist das irgendwie? So eine Mid-Century-Architektur, wo irgendwie so rund ist und du hast, glaube ich, zwei Balkone, wo aber direkt übereinander sind, nicht gegen hinten verstuft, sondern du hast wie so, es ist wie so... Wie ein ganz kleines Opernhaus. Ja, genau. Hast du, glaube ich, einmal gesehen. Ah, okay. Das finde ich sehr geil. Und dann finde ich einfach so als grundsätzliche Location, absoluter Traum war die Mühle Hunziker in Rubigen. Da bin ich lustigerweise noch nie gewesen, weiss aber noch, dass ich früher als Kind ab und zu so irgendwelche Shows, das SRF hat so Shows von dort übertragen und ich habe immer gefunden, oh geil, das ist mega geil. Mhm. Ja. Also Konzerte sind Knaller, wir sind einmal mit der Stand-Up-Tour, ich meine, schau mal das an, mit diesen zwei Stöcken. Und das ist super. Das ist richtig geil. Und es ist so ein geiles Areal auch. Weißt du, ist draussen so ein bisschen so Dreamland. Mit so ein bisschen wie das Café Mokka. Ja, genau. Mit so irgendwelchen Skulpturen und solchen Sachen. Aber die zum Beispiel wollen wir ja nicht. Ja, kann ich jetzt einfach mal sagen. Der Bühnenhuber hat gesagt, ich soll dort spielen und sie wollen mich nicht. Okay. Ah! Ist das nicht Mühle Hunziker? Er hat doch den Trouble gehabt vom alten Besitzer jetzt zum Philipp Fankhauser, wo der neue Besitzer ist. Hat es doch mega Trouble gegeben. Das weiß ich nicht mehr. Naja, so richtig geil. So fast so Soap-Opera-Übernahme. Wirklich? Stress. Ja, ja. Dann ist natürlich, weil ich viel Zeit dort verbracht habe, das Vernissage in Zermatt. Das ist zum Beispiel multifunktional. Vernissage in Zermatt. Gib das mal ein. Das ist Kino, Event-Location, Theater etc. Und dort ist aber dann wirklich so, dort kannst du mit einem sehr alten Prinzip, ja, deswegen mit Lobby, das ist noch nicht, es geht eher um den Raum, dort kannst du dann die Kinobestuhlung oder was, schau mal. Ah ja, das, weißt du, wie sieht das aus? Es sieht ein bisschen aus wie... Wie das Baracca Zermatt. Nein, das kenne ich nicht, aber ein bisschen wie die kleine Bühne vom Theater Basel. Die ist nämlich auch sehr geil. Ah ja. Also was jetzt die Kleinbühne? Die Kleinbühne ist im Haupthaus und ist so die, wo die Stühle sind so Lederstühle. Ah, okay. Gib mal eine kleine Bühne Basel. Das ist aber nicht das kleine Kolosseum. Es gibt ja noch so eine Mini-Kolosseum. Nein, das ist der Spielplatz im Schweizer Mattpark, wo du meinst. Aber dort ist auch immer leer. Sehr dankbares Publikum. Jetzt tun wir da zusammen googeln, das finde ich hure gut. Ich weiß noch ein lustiges YouTube-Video, das wir schauen könnten. Ich liebe so Zeugs. Also die kleine Bühne, also mit CH geschrieben. Einfach Theater Basel, kleine Bühne. Kleine Bühne? Kleine Bühne, hey. Theater Basel. Ist das die kleine Bühne? Theater Basel. Ja. Da ist denn die kleine Bühne? Will ich haben. Ja, nein. Das ist so klein, die... Das ist so klein, das sieht man gar nicht. Nein, das ist das Feier. Ja. Ist ja wurscht, kannst du ja noch ein bisschen... Können wir den noch einblenden? Ja, genau. Also ich meine, zum Beispiel das Schauspielhaus finde ich ja mega geil. Ja, dort hat... Ja, das Geile ist halt auch, dass dort... Ich glaube, das habe ich noch nie gespielt. Der Zuschauerraum so schön aufgeht. Also so... Du spielst halt auch gegen so eine Wand. Das ist halt geil. Ja. Und dann gibt es in Basel zum Beispiel auch eine traumhafte Location, das ist halt einfach so ein Kellergewölbe, vom englischen Seminar oder so heißt es, glaube ich. Die haben also einen kleinen Spielraum. Ja, ich weiß, viele dort machen zusammen die offene Bühne von der Uni. Ah, der am Nadelberg? Ja. Ja, ja, das ist so, dort habe ich lustigerweise vor meinem Stand-Up-Tryout habe ich so ein Kurz-Tryout gemacht. Du hast schon mal fast bei mir um den Ecke, du hast mal den Frühling-Tryout gemacht. Ja, genau. In einem Kaffee. Im Kaffee Frühling. So geil, so geil. Das ist dort, wo, das war lustig, das ist, haben wir das letzte Mal besprochen sogar im Podcast, wo irgendwie... Weiß nicht. Du bist, glaube ich, dort, Hazel ist dort. Ich durfte hinter der Hazel sitzen. Ja, genau, und Hazel ist dort. Und ich weiss noch, ich habe der Hazel irgendetwas erzählt über eine Nummer, aber nicht gesagt, wie sie fertig geht. Yeah. Und dann bin ich vorne gewesen und habe die Nummer gemacht. Es ist irgendwie über irgendwie es ist irgendwie um Chinesen und Kind gegangen und so. Und das Krasse ist, ich habe dann den Vater verloren, nicht mehr weitergewusst. Und Hazel hat mir gesagt, wie die Nummer weitergeht. Obwohl sie es gar nicht. Obwohl sie sie gar nicht gekannt hat, aber es hat gestummen. Yeah. Und dann habe ich gesagt, ah, so, okay, Brain. Sehr gut. Also sie hat mir souffliert eine Nummer, die ich nur in meinem Kopf hatte und ihr mal
Grundzeug mhm. erzählt habe, aber nicht, wie sie weitergeht. Und sie hat quasi von dem aus, wir können darauf schliessen, wie ich weiterdenke yeah. und wie es weitergeht in 6 Stunden. Mega crazy gewesen. Shit. Ja, das war lustig. Was findest denn du für Location in der Schweiz? Top. Das Casino finde ich sehr leise zum Auftreten. Yeah. Eben die kleine Büssi in Basel. Genau, die kleine Bühne in Basel. Ich bin sehr gerne im kleinen Büssi. was gibt es noch? Es gibt in Schaffhausen so eine kleine Bühne, das ist wirklich, wo ich meinen allerersten Auftritt hatte, im Fasskeller. Oh, so Zeugs sind auch immer geil. Die ist geil. Yeah. Ja. Und das ist einfach eigentlich so ein Jugendtheater, auch in, einem, mhm. in so einem Gewölbkeller unten. Also ein bisschen weird, es gibt kein WC, wenn du aufs WC musst, raus ins Restaurant nebendran. Mhm. Was gibt es noch? Ah, ja gut, das Stadttheater Schaffhausen ist sehr geil. Mhm. Das ist halt wirklich so ein stattliches Theater dann. Yeah. Und eben das in Burgdorf habe ich super gefunden. Ja, yeah. Ich finde halt spannend, weil nachdem du mir das gefragt hast, habe ich auch überlegt und ich glaube, es schwingt ja schon wahnsinnig mit, ob man schon eine gute Show dort gehabt hat, oder? Klar, natürlich, auf jeden und, Fall. Und dann kommst du auf einmal auf der Erdöpfelkeller Schöftland. Und genau. Nein, der Festsaal vom Kaufleute, wo sie auch Jacopo ja. Müller immer aufgezeichnet haben, mhm. oder? Einerseits bist du schon mal bei Jacopo Müller dort auftreten mhm. und es ist einigermaßen gut gelaufen. Mhm. Also hast du irgendwie schon ein bisschen eine Connection. Mhm. Und dann habe ich 2 oder 3 Mal Solo dort gespielt. Mhm. Und es ist jedes Mal super geil gewesen. Und dann mhm. bist du auf einmal so, der Raum ist geil, weißt du? Mhm. Und irgendwie, es ist jetzt vielleicht nicht das Schönste ever, obwohl der Raum wirklich sogar noch recht schön ja. ist, aber irgendwie, du hattest sonst nicht so einen Bezug dazu gehabt. Ja, ja, ich bin eigentlich recht so eine Location-Nerd. Ja. Und bin in der Ferien gegangen, ich dann zum Teil irgendeine Show schauen, mhm. wo mich der Inhalt nicht immer so interessiert. Ja, ja. Eigentlich müsste das ja auch gehen, so Groundhopping, weißt du, wie beim Fußball, dass du gehst go Stadien anschauen, yeah. aber dass du eigentlich gehst go Theater anschauen, du willst gar nicht schauen, wer es dort in der Spitze, sondern du willst die Architektur anschauen. Ja, yeah. yeah. so. Ja, ja. Also weißt du, weil auch erst einmal dürfen auf der Bühne stehen, aber das Musical-Theater mhm. Basel. Mhm. Und da reden wir dann halt eben schon von 1600 Plätzen oder was es sind. Ja. Ah, das wird jetzt abgerissen, jetzt kommt in der Hallenbar rein. Auch gut. und das Stadtcasino, das neue, ist traumhaft. Da bin ich nicht Spaß. Ganz so sicher, das ist so ein bisschen wie das Konzerthaus in St. Gallen mhm. und jetzt auch das Casino in Bern. Ja, sie sind alle ein bisschen gleich mhm. gestylt, ja. Yeah. Ich weiß jetzt nicht, wie wohl ich mich fühle dort auf der Bühne. Hey, das ist Taser spielt dort im Oktober, lustigerweise. Das ist aber echt geil. Wir machen Swiss Comedy Night immer. Dort? Ja. Nicht mehr im Volkshaus? Nein. Das Volkshaus Basel ist natürlich geil, das ist einfach gross. Ja, das ist geil für... Das ist wahrscheinlich geil für Konzerte. Für mhm. Comedy habe ich es jetzt nie der absolute Knaller gefunden. Mhm. So, eben nur weil du viele Leute hast, mhm. ist das noch nicht das Hauptargument. So, weil eben dann bin ich eher, also deutlich eher, beim Hebsen, wo zwar 200 weniger Platz haben, mhm. aber es ist so kompakt, knallerstimmig. Mhm. Und dann mixed bin ich auch schon im Vorteil auftreten. Und das ist auch für die Anzahl Leute auf den kleinen Raum ist Wahnsinn. Mhm. Also darum, eben, das ist jetzt alles sehr Basel-bezogen gesehen, ja, ja. aber kennst du die Kleinbühne, Chur? Finde ich auch geil. Bin ich noch nie gesehen, aber auf Fotten, ich bin dort noch nie selber auftreten, aber in St. Gallen gibt es den weirden Keller. wie heisst der? Es gibt zwei, es gibt den Pfalzkeller, der aussieht wie so eine Heim von einer Bond-Station. Ja, genau. Heim von einem Bond-Bösewicht. Genau. Dort sind wir ein paar Mal gesehen. Ist das geil? Das ist nicht geil wegen der Akustik. Okay. Das ist halt einfach wirklich... Eine Höhle. Ja, im Backstage, also wo halt alles offen ist, ja. kannst du sagen, hey, Gabriel. Und dann hört es in der hintersten Reihe hört das auch noch jemand. Oder? Ja, ja. Aber es sieht wirklich aus, da sehe ich jemanden, wie hat er geheißen, der Christoph Walz. Ja, ja, genau. Wenn er so rausgefahren kommt auf irgendeinem Rollstuhl. Irgendwo ist noch der Knopf für die Atombombe. Hello, Mr. Bond. Ja. Welcome. Mhm. This is my home. Und du denkst, er wird so die so schockgefroren wird in irgendeinem Schrank da und so pennt mhm. und dann kommt er so wieder raus. Das ist der Pfalzkeller. Aber es gibt nochmal einen anderen Keller in St. Gallen. Und weltweit, wo ich jemals auftreten bin, nach wie vor Quatsch Comedy Club Berlin. Das ist die geilste Comedy Location okay. ever. Und wenn das Ding voll ist, ist abartig. Ist das gross? 350. Okay, ist cool.
Es ist richtig kompakt und hat halt auch noch einen oberen Bereich. Ah, okay. Ja. Und, ja, ja. Und das kracht einfach. Ja, es steht halt Comedy drauf, dann wissen die Leute, was sie erwartet. He? Das ist cool. Das ist ein bisschen verzogen seit ein paar Jahren. Mhm. Du musst immer aufpassen, wenn du Selfies postest mit dem grossen Kuh. Okay. Aber da, weil es ist wirklich halt konzipiert wie ein effektiver Comedy-Club mit, siehst du ja auch rechts und links, haben sie noch so ein bisschen so, Lounge ist übertrieben. Ah ja, aber das ist geil. Ja, ja. Aber überall hast du Tischli und du kannst auch Essen bestellen und es macht eben schon Sinn, Comedy mehr so als ganze Show zu präsentieren. Finde ich eben auch. Und vor allem auch, es geht ja auch darum, ich glaube, wenn die Leute sich wohlfühlen in so einem Saal und es geht ja gar nicht darum, dass man es selber geil findet von oben, sondern dass die Leute wie so in einem Raum sind und finden, oh wow, das ist wie so ein bisschen, der Raum ist nicht nur auf die Bühne ausgerichtet, sondern ist selber auch noch, erzählt irgendwie eine Geschichte oder ist irgendetwas. Mhm. Und ich glaube, das macht mega viel aus. Zum Beispiel als La Capella in Bern ist auch so ein Raum. Das ist ja mega geil. Ja. Ja, und dort merkst du dann auch, irgendwie, wenn ich in Comedy Store gehe in L.A., was mein absoluter Lieblingsort wahrscheinlich auf Erden ist. Zum Auftreten. Nein, einfach zum Sein. Ja. Also dort passiert dann auch mit mir. Also wieder hoch emotional, wenn ich dort reinlaufe. Ja. So, weil ich weiß, was irgendwie da alles schon passiert ist. Oder? Und dort ist dann, wie du sagst, für die Person auf der Bühne, die haben wahrscheinlich in ganz L.A. die besten Chicken Tenders. Mhm. Ist einfach so. Chicken Tenders dort ist der Shit. Und das wissen die Leute auch und da wird viel Chicken Tenders bestellt. Und dann bin ich irgendwann gesehen und David Spade ist auftreten. Und irgendwie so nach 5 Minuten sagt er, ist like, everybody ordering chicken tenders tonight. Und hast du wirklich gemerkt, dass es irritiert, weil er auf der Bühne erzählt 5 Minuten lang. Und alle sind noch nebenbei. Und die ganze Zeit kommt der Korb mit chicken tenders da und dort und solchen Sachen. Aber es ist ja eben Teil von dem Gesamterlebnis. Und es ist ja dann geil, dass alles wird einbezogen. Und die Leute sind dort und sie checken, was bei ihm abgeht und umgekehrt. Und das macht es einfach zu einer geilen Show. Was auch mega lustig ist, wenn man so Leute irgendwo sieht, auftreten in einem Raum, der total nicht für sie gemacht ist. Also ich bin mal im Saal vom Weissen Wind in Zürich. Oh, da habe ich auch geliebt. Und dort, wer ist auftreten? So ein Ami-Comedian aus New York. Wer ist es? Sicher der Judah Friedlander. Ja, Judah Friedlander. Ja. Yeah. Dort innen. Ja, das war wirklich auch so. Gewesen. Hä? Das ist wie so Billie Eilish tritt auf in der Mehrzweckhalle Rümlang. Also so, das war recht lustig. Dann passiert halt auch recht viel mit der Comedy und mit dem Saal. Ja, logisch. Super. Oh, Hechtplatz. Hast du dort schon mal gespielt? Ja. Ja, finde ich auch geil. Ja. Ich überlege mir nicht immer, was passiert, wenn irgendwie so ein Feuer... Weil Reihe hat ja eine eigene Tür. Aber das ist das gleiche im Foto. Da denke ich das auch immer. Ja, nein, dort unten, da kann die alle irgendwie aufrennen und so. Aber im Hechtplatz habe ich so das Gefühl, einfach wirklich jede Reihe hat seine eigene Tür. Sonst kommst du gar nicht raus. Wenn die Tür nicht offen ist, dann ist es vorbei. Wenn deine Tür nicht offen ist. Dann ist fertig. Das ist eigentlich auch sehr gut. Du weißt genau, welche Türen musst du zulassen, wenn du willst. Ich bin böse Mantik, die eine Reihe, die immer benutzt, oder? Einfach. Sie hat den zugemacht. Schlüssel verloren. So, adieu. Automatisch. Du bleibst jetzt drin die ganze Saison. Ja, stimmt, ja. Was ist der. Das ist immer blöd, aber was ist der schlimmste Ort, den du jemals gespielt hast? Also die schlimmste Show oder der schlimmste Ort? Muba-Halle Basel war ganz furchtbar gewesen, aber das war halt auch gewesen, wie es während der Muba war. Also um einen Stand, wo du Laufpublikum hast. Das war furchtbar gewesen. Bei mir oder ein Fondue-Schiff in Luzern. Das war wirklich Terror gewesen. Aber das Fondue-Schiff in Luzern, das ist ein Schiff, das fest angemacht ist im Hafen von Luzern. Ein altes Dampfschiff, das irgendwie umgebaut worden ist zu so einem Gastro-Erlebnisschiff. Und das ist schon lange her, das ist sicher bald 20 Jahre her oder 15 Jahre her mindestens. Und dort kann man Fondue essen, darum heisst es Fondue-Schiff. Mhm. Und es ist so ein altes, ehrwürdiges Dampfschiff, das unter Denkmalschutz steht. Das heisst, du darfst keine neuen Fenster einbauen und die Fenster sind so alt, die haben es einfach alle verschraubt. Das heisst, und mein Auftritt war an einem Weihnachtsessen von der Luzerner Kantonalbank. Geil. Und das heisst, du bist dort reingekommen, in das fucking Fondue-Schiff, wo du musst vorstellen, es ist Dezember, es ist eiskalt. Das Fondue-Schiff, wo
Decken sind ein bisschen höher als ich, aber nicht viel. Ja. Also sehr eng, sehr klein, wahnsinnig viele Leute drin. Und an jedem Tisch stampfen einfach zwei Gaglern vor allem mit Fondue, und zwar schon seit eineinhalb Stunden. Und du kommst dort rein, einfach in einen dampfenden Kessel aus Käse und Innerschweizer. So Innerschweizer Bankangestellte mit so kurzen Hemdli. Ja, wo alle schon viel zu betrunken sind, genau. Von Eschholz-Matt oder von Kriens oder von Mecken oder und so. So Brille mit einem ganz dünnen Rahmen. Ja, ja. Genau die. Ja, ja. Und es stinkt einfach alles nach Fondue, es ist viel zu heiß. Weißt du, kommst hier und du fängst gerade an zu glühen. Und dort habe ich müssen, dort bin ich noch Slam Poet gewesen, und dann hat der Typ, der mich dort gebucht hat für den Auftritt, wirklich einfach gefunden, du musst zweimal, glaube ich, 30 Minuten machen. Und stell dir mal vor, ich meine, als Comedian ist das schon schlimm, aber stell dir vor, du bist ein fucking 21-jähriger Dude, der wo die Gedichte schreibt. Bin ich so nicht ihr. Und wirklich einfach, weißt du, so, du weißt ja, wie das ist bei diesen Firmenfest an der Weihnachten. Die wollen nicht zuhören, die wollen miteinander schnarren und irgendwie Scheiß erzählen und saufen. Aber die wollen nicht einmal einen Dude eine halbe Stunde zuhören, der Gedicht vorträgt. Und du willst jetzt geheißen, Entschuldigung, jetzt hätten wir noch einen jungen Dichter, den Gabriel Vetter, der jetzt für eine halbe Stunde lang Gedicht vortragen. Und ich so, hallo miteinander. Und dann alle müssen irgendwie aufhören reden, so tun, als ob sie mir zuhören würden. Das Mikrofon ist scheiße, dann stehst du dort drin und nach zwei Sekunden weißt du, oh, this isn't going anywhere. Yeah. Und dann, und das Geile ist natürlich auch, weil so betrunkene Innerschweizer Banker dort sitzen, fängt natürlich einer nach dem anderen an, irgendeinen Witz reinrufen oder irgendwas. Und dann haben wir mehr oder weniger einfach so einen Witz-Contest gemacht und ich habe dann irgendwie ein paar Gedichte vortragen und ich habe dann wie so erwartet nach dieser halben Stunde, wo desaströs war, dass ich dann die zweite halbe Stunde eh nicht mehr machen muss, weil es haben doch alle gemerkt, dass das nur Scheiße ist. So, nach drei Viertelstunden habe ich wieder eine halbe Stunde machen, einfach weil es so im Vertrag gestanden ist. Das war furchtbar gewesen. Das muss man ja im Vorhinein schon unterbinden. Genau. Einfach, zwei Sätze gibt es nicht bei Corporate-Geschichten. Ja, vor allem nicht an 30 Minuten. Genau. Ja, ja. Aber ja, so lernt man. Also das war am Anfang von meiner Karriere. Gewesen. Und in dem Moment, das kennst du auch, lernst du so viel auf der Bühne oder halt im Fondue-Schiff. Weil du dann halt merkst, okay, jetzt muss ich irgendwie rauskommen, jetzt muss ich irgendwie, ich muss mit dem irgendwie umgehen, ich muss adressieren oder ganz offensichtlich nicht adressieren oder halt irgendetwas finden, wo dazu führt, dass die Leute mich nicht im Fondue-Gaglan ersäufen. Ja. So. Ja, ja. Ja, aber vorher habe ich auch, wo du gesagt hast, Mess Basel, ich auch gerade, das ist glaube ich in Chur gesehen, auch in so eine Mess hingehen. Und dort hat es mal eine Mixed-Show gegeben, aber halt auch einfach im öffentlichen Raum. Ja. Und oben, der ganze obere Stock ist Food- und Drink-Area gesehen. Und dann ist es wirklich, ja, du spielst ins Nichts, so, oder? Ja. Und das sind eigentlich, die HSG, im einen Gang von der HSG. Ah, okay, ja. Das ist auch noch speziell. Das sind ja oft eben, wirklich, wenn der Raum schon nicht mal ein Raum ist, dann wird es meistens schwierig, oder? Ja. Und wegen der tollen Locations weiß ich, also wahrscheinlich 30 noch vergessen, wo ja, ich ja auch geil finde. Wollen wir dann beim nächsten Podcast ja, sehr gut besprechen. Ja. Du hast Ich habe dir wieder ein Buch mitgebracht. Aha, ich habe nicht mal das gemeint, aber du hast irgendwie noch wollen, was hast du noch wollen machen? Ah. Jokes. Ja, das stimmt, aber ich habe dir wieder ein Buch mitgebracht. Ich weiß nicht, du hast sicher schon durchaus mal gelesen, aber ja. Die Panne wahrscheinlich noch nicht. Kennst du die Panne? Nein. Die Panne ist die beste Erzählung von Dürrematt, finde ich. Wirklich? Wahnsinnig geil. Der Hund und der Tunnel kommen quasi noch dazu, aber der Tunnel ist so die eine von den bekanntesten Erzählungen, wo ich aber nicht so schnell, warum die so bekannt ist, weil sie einfach nicht so gut ist. Die Panne finde ich super. Yeah. Es geht um einen Vertreter, der unterwegs ist und dann hat er eine Autopanne und dann muss er sein Auto reparieren lassen und sein Auto ist erst am nächsten Tag fertig. Das heisst, er muss irgendwo übernachten und wenn es kein Hotel gibt, wird er ins Privathaus von einem pensionierten Richter geschickt. Und er kommt da an in so eine Znacht von dem pensionierten Richter und sagt, ja klar, natürlich kann er da übernachten, er kann auch reinkommen, es gibt gerade zu essen. Und der pensionierte Richter tut dann mit einem pensionierten Staatsanwalt und einem pensionierten Anwalt und einem pensionierten Henker
immer irgendwelche historische Prozesse nachspielen. Mhm. Manchmal tun sie irgendwie den Napoleon zum Tod verurteilen, irgendwie den Hitler für auch irgendwie verurteilen oder was auch immer. Und dann sagen sie, ja gut, sitzen doch an, weil heute Abend wir bräuchten noch einen Anklagten. Und dann sagt er, okay, spiel doch ein bisschen mit. Und dann macht es ihm quasi den Prozess, bis halt das Spiel nicht mehr Spiel ist, sondern so zur Realität. Ja, yeah, es ist super, sehr lustig. Sehr also für dich, ich finde ja immer, man kann nie genug lesen. Ich finde das so herzig, dass du immer etwas mitbringst. Ja, darum hast du wahrscheinlich so lange gebraucht, bis du wieder gekommen bist, weil du von der Scheiße. Ja, und es hat noch irgendwie ein Kärtchen drin. Ich weiß gar nicht wieso. Vielleicht hat es das schon drin gehabt, wo ich es damals mal im Brocki gekauft habe. Keine Ahnung. Kannst du als. Ja, mit Ökologisch Museum. Ein Ukulele-Museum? Mit ökologisch. Sag mal. Aber ja, es hat viel Seiten. Und auf dem Bild sind der Luke Tegenboss und der Peter van Eyck. Gut, bravo. Ich glaube belgisch. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich schon drin. Plaisir. Ja. Gut. Sehr ja, gut. Macht es automatisch scharf. Ja. Wow. Ja. Das letzte Mal hast du mir gebracht. Niklas Meyerberg. Meyerberg. Weiß ich noch. Und ich habe. Also, du musst jetzt nicht sagen, es ist nicht prüfungsrelevant. Du musst nicht sagen. Nein, aber ich habe wirklich, das habe ich gemerkt, also, der Gabriel hat mir ein Buch geschenkt. Und ich will ihm auch die Ehre erweisen. Und mal. Dreischneiden. Genau. Ja. Und dann habe ich. Ein Kapitel oder eine ganze Geschichte, sind Kurzgeschichten gesehen. Ja. Eine Geschichte habe ich gelesen. Und für das du heute mal gesagt hast, du bist so harmoniebedürftig, das hat mich so wahnsinnig deprimiert. Ja, 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 das ist bei denen. Das ist so, ja. Ich habe es sehr lustig gefunden, ja. Aber es ist auch wahnsinnig deprimierend. Ja, ja. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, ich lese jetzt nicht das ganze Buch. Ja, ja. aber ich habe es lustig gefunden, weil ich gemerkt habe, wie du eben so Vergnügen dann auch hast in so etwas. Ja, ja, voll. Total. Und ich kann das nur bei Fiktion. Bei Fiktion kann ich das dann so richtig. Es ist gar keine, ja, eben, es ist halt keine Fiktion, es sind halt Reportage von ihm. Eben. So, ja. Eben. Und weißt du, so, die Office und all das Zeugs, das geht wunderbar, weil es ja gleich dann Fiktion ist. Ja. Aber wenn es so real ist, dann. Ja. Für das du den Auswanderern alles Gute wünschst. Ja, ich weiß, ja, stimmt. Es ist ein bisschen wie beides. ja. Zum Beispiel bei der Musik ist das auch so. Ich war kürzlich am Bright Eyes Konzert in Zürich. Ja. Ah, wo ich dir, glaube ich, noch geschrieben habe. Ja, wo du noch ein Ticket gehabt hast für mich. Das Lustige ist, mega viele Comedians lieben Bright Eyes. Mhm. Was völlig absurd ist, weil Bright Eyes die traurigste Hure Musik macht. Wo du kannst vorstellen. Also wirklich so. Kürzlich habe ich einen sehr lustigen Clip gesehen vom Conor Oberst, vom Sänger von Bright Eyes, der noch bei Conan auftritt. Mhm. Und sie ist so, ich schicke dir einen, es ist so lustig. Also wenn du Musik von Bright Eyes kennst, ist es einfach fucking hilarious, weil er einfach sich über sich selber lustig macht in dem Clip. Wie er tut so, als ob er Praktikant wäre beim Conan. Mhm. Wo einfach, und dann immer anfängt, die Szene, wo er gerade reinläuft im Büro, so als überemotionale Lieder zu singen. Und es ist mega lustig. So. ja, das ist mir einfach aufgefallen, dass Bright Eyes etwas ist, wo viel Humor schaffen, die mega geil findet. Yeah. Ja. Vielleicht liegt es irgendwie an der Textarbeit, weißt du, dass er so. Texte sind wahnsinnig genau und wahnsinnig akkurat und sind immer so ein bisschen, nicht auf Pointe gebürstet, aber auf Bilder, die plötzlich Sinn ergeben. Yeah. Vielleicht fühlt man sich dort vom Text her, vom Pointe-Schreiben oder vom Nummern-Schreiben ein bisschen verbunden. Vielleicht so. Das kann sein. Genau. Ich habe spannend gefunden, was ich eigentlich wollte sagen, ist, dass du gefunden hast, ich soll meine Ideen für Stand-Up-Bits mitnehmen. Ah, ja, ich habe einfach mal gefunden, wenn man irgendwie keine Themen mehr haben darüber, oder ich finde es einfach immer wahnsinnig spannend, ein Schreiben von Nummern oder von Pointen oder von Ideen ist etwas, das nie aufhört, wo du immer die ganze Zeit drauf bist. Und ich finde es interessant, Ideen zu teilen mit anderen Leuten, im besten Fall, die auch Zeug schreiben oder arbeiten, und zwar nicht fertige Pointen und fertige Nummern, sondern, hey,
Ich habe eine Idee. Irgendwie so, oder mir ist etwas aufgefallen. Ich weiß aber noch keine Pointe dazu. Überlegen wir mal. Yeah. Oder einfach, oder nur schon das Schildern. Finde ich einfach lustig. Zum Beispiel, etwas, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, oder schon vor ein paar Tagen in Basel aufgefallen ist. Halt noch ganz kurz den Gedanken. Ja. Also, kannst du ihn behalten? Ja, kann ich. Ja. Okay. Weil, was mich Wunder genommen hat, bevor wir das jetzt machen, ist, wie jede und jede einen völlig anderen Prozess hat, habe ich so gemerkt, wo du mir das geschrieben hast, habe ich so gedacht, das wird bei meinem Zeugs wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Okay. Aber vielleicht liege ich völlig falsch. Weil mein Prozess mittlerweile so fest drauf ist, dass eben, genau, ich habe so irgendetwas und noch keine Pointe dazu. Und das behalte ich eigentlich für mich, bis ich auf der Bühne bin. Und, jetzt dann. Ups. Randy macht sich selbstständig. So. Christoph macht sich immer etwas selbstständig. Aber es kommt immer das, was er gerade in der Hand hat. Also so ja, selbstständig. Komisch, ja, sehr komisch. Das ist einfach so ein Hilferuf von seinen technischen Geräten. Also. Help me. Und unter Druck auf der Bühne entsteht dann effektiv etwas. Und zum Teil ist es überhaupt nicht mit deren Idee, aber es ist einfach, dass ich irgendwann einen Anhaltspunkt habe und dann geht es mal los. Mhm. So. Also wenn du jetzt eine Idee hättest und du würdest sie da schon rausbringen, nimmst du wie so den Druck und die Luft raus, die du eigentlich brauchst, um es auf die Bühne zu bringen? Das ist mein Gedanke. Ja. Und vor allem denke ich dann so, der Prozess ist dann irgendwie wie unterbunden, weil vielleicht ist die Idee gar nicht das, was dann am Schluss auf der Bühne effektiv zum Ausdruck kommt, sondern die Idee ist dann auf einmal für etwas völlig anderes wieder brauchbar und irgendwie darum, dort ist bei mir das auch nie fertig. Ich tue jedes Mal, wenn ich ein neues Programm mache, schaue ich auch meine allerersten Ideen vor mittlerweile 12 Jahren an. Weil ich dann auf einmal merke, jetzt habe ich vielleicht einen anderen Bezug dazu und jetzt kann ich das irgendwie neu aufbauen. Und ich habe von den letzten zwei Programmen, glaube ich, habe ich noch irgendwie 50 One-Liner, die einfach so sitzen und noch nicht gebraucht sind. Mhm. Und vielleicht irgendwann neu. Das ist ja deine Altersvorsorge, die du irgendwann kannst monetarisieren. Das ist meine dritte Säule. Ja, genau. Und darum hat mich wundert genommen, was die Prozess eigentlich ist, weil du ja, man kann nicht sagen vom Schreiben kommst, aber ist es immer noch ein sehr schriftlicher Prozess? Ja, mega fest. Also bei mir ist wirklich so, am meisten entsteht bei mir immer während dem Schreiben. Yeah. Ich glaube, kürzlich, wer hat das gesagt? Martina Hügi, wo sie bei dir im Podcast war. Yeah. Sie hat etwas Ähnliches gesagt, dass sie auch wahnsinnig fest vom Schreiben herkommt und dass bei ihr beim Schreiben so viel passiert. Yeah. Das ist bei mir wirklich genau so. Also, in dem Moment, wenn ich, ich brauche auch irgendwie einen Anhaltspunkt, dass ich kann irgendeine Beobachtung sein oder eine Idee oder ein Thema oder was auch immer. Und wenn ich dann mich genug lang damit beschäftige und wirklich anfange zu schreiben, dann komme ich vom einen ins andere. Und dann im besten Fall schreibe ich einfach schreibe und nachher ist 90% natürlich Ausschusswahr und kannst wegschmeißen. Aber die Verästelungen, die dann entstehen, dort kommen dann die eigentlichen Goldnuggets eigentlich raus. Yeah. Und was ich wahnsinnig spannend oder faszinierend finde, ist, dass man wie so weiss manchmal, hey, ich glaube, da ist irgendetwas vergraben. Also man hat wie so plötzlich so einen, mit so einen Metalldetektor für Pointe. Und das hat überhaupt nicht mit Spiritualität zu tun, dass ich daran glaube, sondern mit Erfahrung, weil wie so, mein Körper sagt mir einfach so, ich glaube, im Fall da, du hast jetzt irgendwie seit 20 Jahren schreibst du Pointe und ich kann jetzt einfach sagen, da ist wahrscheinlich eine. So. Yeah. Und dann musst du einfach genug lang dranbleiben, bis sie irgendwie findest. Und manchmal findest du bessere, manchmal weißt du auch, ich glaube, es hat noch irgendwo eine. Manchmal ist relativ schnell klar, nein, ich glaube einfach nicht. Manchmal auch so, es ist zwar eine Pointe, es ist aber eine scheiß Pointe. Da hätte ich gerade eine, aber die kann ich dir dann nachher erzählen. Ich finde einfach der Findungsprozess hure geil. Yeah. So. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich einfach auch viel aufschreibe, mittlerweile leider viel ins Handy. Yeah. Weil ich finde irgendwie, das Handschriftliche ist fast noch wichtiger, dass man so die Überzeugung und Kraft, die man irgendwie hat beim Schreiben, wirklich, ja, so, beim Schreiben ins Papier reinbringt, nachher versucht, wenn man es auf die Bühne bringt, wieder rausnimmt.
Das ist spiritualistisch, aber ja. Krass, weil ich habe, außer mit 16, in meinem ersten Notizbüchlein, habe ich nie vorhanden. Wirklich? Es geht viel zu lang. Wenn ich wirklich eine Idee habe. Aber dann kannst du überlegen, wen gerade nicht schreiben. Dann ist es weg. Dann ist es weg. Bei mir sind es wirklich... Darfst du aufnehmen? Also, darfst du Sachen aufnehmen? Auch. Oder? Ja. Du auch. Schreibst nie, also schreibst du auf dem Computer Sachen auf? Stichwort. Du hast nie einen ausformulierten Satz. Doch, ich habe nicht nie geschrieben. Ich habe nicht nie, sondern beim ersten Programm ist fast alles ausformuliert gewesen. Aber ausformuliert in deinem Kopf oder geschrieben? Nein, dann tatsächlich geschrieben. Aber okay. Ich habe dann gemerkt, dass ich es natürlich null so wiedergegeben habe auf der Bühne. Aha. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich muss das alles anschreiben. Ja. Und dann, okay. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe gemerkt, aha, ich muss das gar nicht alles so anschreiben. Ja. Die Geschichte, die ich erlebt habe, ist ja immer noch meine Geschichte. Ja, genau. Warum schreibe ich die auf? Ja. Ich schreibe einfach. Gut, das stimmt. Wenn ich etwas ausformuliere, das heisst nicht, dass es nachher auf der Bühne genauso wie das, wie es auf der Bühne ist, ganz anders. Ja. Aber mittlerweile sind es so viele Shortcuts, weil ich ja immer noch sehr ein fauler Mensch bin, sind sehr viele Shortcuts, die einfach sehen. Das Stichwort, das Stichwort, das Stichwort. Ich habe ganz viele Notizbücher. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Faulheit, das ist bei mir genau das Gleiche. Aber bei mir ist wie so, jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stand und wieder zum fucking 20. Mal an einer Nummer bin und mir überlege, ah, okay, wie formuliere ich das am besten? Mhm. Überlege ich mir die ganze Zeit, Mann, Gabriel, du Vollidiot, sitz doch einfach einmal an und formulier's, damit es nachher einfach kannst abspulen kannst, dass ich nicht jedes Mal mehr darüber nachdenke. Ja. Yeah. Und trotzdem mache ich es nicht, weil ich einfach eine faule Sau bin. aber es wäre ja rein von der Effektivität her und von der Effizienz viel besser, wenn ich es einfach einmal wieder formuliere und nachher kann ich es einfach immer wieder abkopieren. Mhm. Ich has dort eher, dass ich halt eine Aufnahme los und wenn ich dort finde, ah, so, dann ist das. Okay. Ah, lustig. Ja. Yeah. Aber was ich noch will sagen, genau, ich habe Notizbücher und dort ist dann wirklich mehr so Doodles oder zum Teil mache ich einfach mehr so zum Spass, mache ich irgendwie auf der Liste und ich habe irgendwie so, weiß ich nicht, einmal eine Liste gemacht mit, was sind alles verschiedene Stimmen, die ich kann machen. Mhm. Und das ist dann etwas, was ich gerne irgendwie so von Hand schreibe. Ja. Dort muss Hirn jetzt gerade nicht mega, oh, wie komme ich denn von dem weiter und da. Mhm. Oder einmal habe ich den Hocker gezeichnet und da auf alles Mögliche dazu zeichnet, was könnte ich alles mit dem Barhocker machen, wenn ich wirklich nur auf der Bühne bin mit Mikrofon und Barhocker. Und hast du deinen eigenen Barhocker, den du mitnimmst, oder relayst du auf einen Barhocker, der dir zur Verfügung gestellt wird? Nein, Solo habe ich mir eigenen. Und wie bist du zu dem gekommen? Ist das eine Langsuche gewesen, oder? Schon recht, ich finde das schon mega wichtig, das ist dann mega wichtig. Es war ein hellblauer Hocker, den ich auf Ricardo gesehen habe. Und zum Glück sogar zu Basel, aber ich habe wirklich schon ein halbes Jahr gesucht. Ja. Und da habe ich dann entdeckt und da ist hellblau gesehen. Was ich hellblau? Ja, schrecklich. Aus Metall oder Plastik oder Holz? Holz. Oder was? Holz. Da habe ich aber so gesehen. Also ein klassisches Ding so, mit unten, damit auch kannst du draufstehen. Ja, yeah. Christoph, geh mal auf mich. Doch, im Solo haben wir logischerweise gehabt. Hellblaue Barhocker. Nein, ich bin nicht hellblau. Ich habe dann logischerweise umgefahren. Ah. Mach mal viel gut. Ja, da Videos. Gehst mal auf Videos. Schauen wir doch noch lustige Videos. Also lustig. Da, viel gut Comedian. Klick mal das. Da. Yes. Yes. Spul mal rein. Da, Burgbachkeller zu. Ja. Habe ich schon mal gehört. Oh, es ist natürlich super dunkel alles. Da sieht man nicht. Aber irgendwann brauchen natürlich, vielleicht finde ich das. In welcher Farbe hast du denn angemalt? Schwarz. Ja, ganz schwach. Also ich brauche ihn irgendwann. Vielleicht findest du einen Ort, wo ich ihn brauche. Auf jeden Fall, da war hellblau gewesen. In 15 Stutz oder so. Und da kann ich sogar zu Basel können holen. Mhm. Und da haben sie selber umgesprayt. In schwarz oder braun oder rot? Für das damalige Programm in braun. Ja. Und nachher dann in schwarz. Und dann halt so quasi jede neue Tour wieder irgendwie neu gesprayt. Wirklich? Ja klar, weil mit der Zeit weißt du jetzt... Also aber nicht so quasi, das ist das braune Programm, das ist eher das schwarze Programm. Es ist beim Wienerli Promi ist effektiv darum gegangen, dass es braun soll sein. Mhm. Weil es irgendwie so
bei dem hat ja alles nicht zusammengepasst. Mhm. Ich hatte das Wolkenhemdli an, immer das hellblaue Jeanshemdli mit olivgrüner Hose. Mhm. Und es ist absolut Clash gesehen, es hat nie zusammengepasst. Und da habe ich gefunden, das muss ich irgendwie so ein bisschen durchziehen, weil das ist ja der Wienerli Promi. Mhm. Das ist eben so, es ist so nicht ganz richtig alles, oder? Und ich, jetzt noch schön von deiner Assoziation, ist Wienerli Promi weiter unten in der Hierarchie als Servala Promi? Ja, ja. Es nicht einmal wirklich, es geht nicht einmal, ich kann einfach etwas anderes sagen als Servala Promi. Ja, okay. Das heisst, es ist in der Hierarchie, glaube ich, nicht anders, nicht höher oder tiefer gesehen, sondern einfach anders. Ja, weil ich hätte jetzt auch gedacht, wir haben von der Assoziation Wienerli zu Servala, in der Hierarchie, die Hierarchie ist ja relativ klar. Zuerst ist irgendwie Kalbsbratwurst ist oben, dann kommt so Servala. Ja. Oder Servala kommt vielleicht weiter unten, aber Wienerli ist wie so in dieser Hierarchie, ist gar nicht ein Teil von dieser Hierarchie, sondern ist wie etwas anderes, weil Wienerli ja quasi klassisch auch nicht gegrillt wird, sondern gekocht. Genau, und darum ist es einfach so, es stimmt einfach so nicht ganz, weißt du? Ja, gut. Und dann habe ich ja noch den roten Teppich gehabt auf der Bühne und dann habe ich gefunden, einen braunen Hocker, das ist einfach so... Und es ist dann so beige-braun gesehen. Und es hat einfach so alles sich bissen. Und das habe ich geil gefunden. Es ist so ein bisschen, so einfach so, irgendetwas stimmt nicht ganz. Und nachher habe ich gefunden, es muss schwarz sein. So, fix. Ja. Und dann habe ich zuerst mal noch ein bisschen Glänziges gehabt und habe gemerkt, matt ist eigentlich auch gut. Weil eben dann verschwindet er eigentlich im Bild, außer du nimmst ihn in Szene. Und, klar, du fährst mit dem Auto deinen Auftritt, nicht mit dem Zug, meistens. Ja, eben darum für Solo habe ich den dabei. Ich habe dann sogar mal einen anderen gehabt und gemerkt, Stufe ein bisschen hoch, wenn ich an sitze, stimmt nicht. So oder manchmal so ein Glas Wasser oder ein Fläschchen steht nicht genau. Genau, weil für das habe ich noch ein Tischchen. Also den Hocker brauche ich effektiv zum Hocken. Und das Tischchen ist auch ein eigenes Tischchen oder bringt das den Veranstalter? Nein, das bringt jemand. Okay. Ja. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, wie ich es im Rider plus minus kann eingrenzen. Kleines Tischchen. Damit nicht... Nein, du musst halt wirklich auf fucking Zentimeter tragen. Range natürlich, aber damit nicht auf einmal der lange, also geil, der lange Bistro-Tisch dort ist. Ja, das ist dann halt so. ich habe das immer geil gefunden, weil entweder, also bei meinem Auftritt ist immer, ich habe keinen grossen Rider, sondern einfach irgendwie so aber ein paar Sachen, die ich halt irgendwie brauche. Und ich weiß nicht, wie es bei dir auftritt, aber bei mir ist immer so, entweder nehmen sie es so genau, dass sie sich entschuldigen und sagen, wir haben nochmal nachgemessen, die Bühne ist im Fall nicht 9 Quadratmeter, sondern nur 8,7. Nein, die Garderobe ist nicht 9 Quadratmeter, sondern 8,7 Quadratmeter. Ist trotzdem okay? ja, klar. Mhm. Oder sie lesen es wirklich einfach nicht. Es ist ihnen scheißegal. Das ist wirklich so, also entweder das oder das. Also das Tischli, und da bin ich eigentlich noch froh drum, das Tischli muss ich meistens vor Ort noch verlangen. Und das ist eigentlich meistens eben gerade gut, weil dann kannst du sagen, das dort, das gefällt mir. weil eben sehr oft ist das, ich hatte es aber auch kürzlich wieder gehabt, liebe Grüße, hören wahrscheinlich auch, wo dann wirklich angerufen haben und gesagt haben, hey, aber also, auf das ist schnell gesagt, ich kann den Vertrag so nicht erfüllen. so was. Also, wir haben dann keine Kaffeemaschine in der Garderobe. Und ich sage, das ist völlig okay. Ich habe gerne Kaffee vor dem Auftritt. That's all, oder? Wird sicher dort haben, oder? Ja. Nein, eben nicht. Nein, haben wir ganz vergessen bestellen. Und ich sage, das ist kein Problem. Super, dann haben sie mir gesagt, ich kaufe mir unterwegs, kaufe ich mir einen. Fertig, oder? Ja, ja. Aber hat wirklich schon das Gefühl, ich weiß. Nicht, das Lustige ist auch, dass man dann vor Gericht mühen. Ja, so. Nein, so die Rider-Gespräche, die man oft hat, auch mit Veranstaltern, sie sind nämlich so seltsam, weil sie sind so, ja, letztes Jahr war irgendwie der und der da gewesen und das ist ja unglaublich, was der für einen Rider hat, was meint denn er, wäre er sich oder sie oder sie. Und ich finde immer so, ich glaube, der Rider ist nicht, das ist ja nicht etwas, wo, ich würde jetzt nicht glauben, dass irgendjemand von uns oder aus der Szene einen Rider anklopft, einfach zum sagen, bring mal eine fucking Flasche Weisswein von den und den plus das und das, einfach weil ich ein geiler Sieg bin, sondern es geht ja vor allem darum, außer der DJ Antoine. Okay, gut. Ja. ja, gut. Der hat wahrscheinlich nicht ein kleines Tisch, sondern einen relativ grossen Tisch. Nein, der hat, wird behauptet, weiß nicht, ob es stimmt, aber der hat zwei Flaschen Kristall Röderer auf dem Rider, wo er eigentlich immer heimnimmt.
Da habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe mir auch immer gedacht, hey, auf dem Rider, ich will einfach noch irgendwie noch ein Liter Milch, einen Zopf und einen Liter Milch, weil wenn ich am Samstagabend einen Zopf bekomme, nehme ich den heim, dann habe ich am Sonntagmorgen einen Zopf für die Familie. Genau. Mega geil. So musst du es eigentlich machen. Ja, genau. Ja. Aber so eben die Gespräche, ich finde, ja, nein, also wahrscheinlich braucht er die Sachen irgendwie oder sie, um halt eine gewisse Art von Kontinuität können wiederherzustellen, wo einfach ist so, okay, brauchst du das, das ist so Joe, wo ja immer gleich ist, in einem total anderen Kontext ein bisschen ähnlich ist, oder halt, ja, dann gehst du halt Kegelfrett kaufen, so, ja, so. Es gibt ja lustigerweise auch viele Leute, die so Technik und so, weil sie wie schon wissen, dass sie die Technik selber brauchen und dass, damit sie die anderen Leute nicht müssen, anbringen, bringen sie selber mit, aber vermieten es an den Veranstalter von sich selber. Das ist wie noch so ein Side-Business. In Deutschland machen das mega viele Leute. Sicher nicht. Sicher, die bringen ihren eigenen Ding mit, vermieten das aber für die Tour von dem Ding an den Veranstalter, weil sie wissen, sonst müssten sie es irgendwie zusammensuchen. Mhm. Und ja. Also bei Corporate mache ich das. Mhm. Aber dann verdiene nicht ich an der Technik, sondern dann komme ich einfach... Ah, mal, der kommt dann mit dem... Also der bringt dann auch seinen Techniker mit, den er dann halt auch noch vermietet. Aber ja, ganze, eben, aber ich zahle das... Also ja, ja. Manchmal gibt es einen Aufpreis, wenn ich sage, wenn noch gar nichts dort ist. Nein, dort ist dann wirklich so Gage plus noch das Mikrofon und das Ding und das Ding. Und zufälligerweise habe ich das gerade alles. Kannst du es gerade bei mir bestellen. Wirklich? Ja. Was, bin ich eigentlich blöd? Ich könnte noch Catering dazu anbieten. Bin ich eigentlich blöd, dass ich immer den Kollegen loskomme mit seinem Material, sonst hätte eigentlich schon lange einfach das kaufen. Kannst du das amortisieren dann einfach? Ja. Ja, aber weißt du, wie anstrengend? Ja, natürlich, ich will mich auch anschweissen. Also ich habe mein kleines Böxli, das nehme ich, aber das nehme ich sogar für keinen Aufpreis mehr. Nein, da kannst du gerade sagen, das Böxli bräuchte ich auf der Bühne, kann ich euch aber vermieten. Oder Kleider, ich bräuchte noch das und das Hemd, das Wolkenhemd oder was auch immer. Ich habe gerade zufällig weiss, wo man passt, ich kann es euch vermieten. Oh. Aber weißt du, all das Zeugs, ich bin dort bin ich zum Beispiel auch zu faul, oder? Ich könnte an gewissen Orten, wo ich spiele, jetzt vor allem Deutschland, ich kenne mittlerweile an jedem Ort, ist irgendein so ein blöder Schweizer Kollege, der ausgewandert ist und jetzt auf den Hamburg lebt. Was fällt und den Fischbrötli-Stand betrieben. Ja, genau. Und der hat ein Gästezimmer. Ja. Und sagt, ja, kannst jederzeit bei mir. Und ich sage, ja, aber weißt du, das Hotel ist irgendwie gerade neben der Location. Ja. Und dann kriege ich irgendwie, weißt du, auch nicht, 46 Euro Buyout, für das ich das Hotel nicht brauche. Ja. Come on. Naja. Der Aufwand, dann muss ich die suchen, muss irgendwie von dir den Schlüssel holen. Dann am Morgen ist so, ich muss dann doch noch, ich muss noch schnell ins Büro, Kind müssen noch in den Kinds gebracht werden. Und, aber ich bin dann um 10 Uhr wieder da. Ja, ja. Und also wenn du rausgehst, musst du die Türen einfach anlernen. Pass auf, dass sie nicht ganz zugeht. Ja, genau. Weißt du, alles so Zeugs. Mhm. Und dann denkst du, eben, ist jetzt, wo ist jetzt der Stutz das wert und wo nicht? Naja. Oder? Und dort bin ich dann halt auch so ein bisschen echt. Naja. Okay, zurück zu deinem Gedanken. Was ist dir aufgefallen? Also, wo ich da hingekommen bin, vorher, wo bin ich mit dem Zug gefahren? Auf Gladbruck. Und in Gladbruck sind so junge Leute von, wie heisst das Unternehmen? Corris. Corris sind die so jüngere Leute anstellen, die dann für das Rote Kreuz oder für WWF oder Vier Pfoten oder was auch immer, weißt du, am Unterschriften sammeln. Und wenn, dass du nicht Unterschriften sammeln, sondern Mitglied wirst. Mitglied wirst, yes. Genau, 60 Franken im Monat. Ist immer so das Ding. Oder 3 Franken pro Monat oder irgendwie so. Ein Kaffee, was ist schon ein Kaffee im Monat? So. Und die gibt es ja schon lang. Also das machen das schon seit 20 Jahren. Lustigerweise, der Renato Kaiser ist ja einer, der das früher noch gemacht hat. Mhm. Also als gerade, wo er von der Matur gekommen ist, also so nach der Matur, so als erster Studenten oder Nachschülerjob so. Und ich habe immer das Gefühl, das passt mega gut zum Renato oder so zu dem Typ Dude. Und das ist mir etwas aufgefallen, so dass so alle die Leute, die am Bahnhof sind, irgendwo und die wollen 60 Stutz abschnarren pro Jahr oder was auch immer für irgendwie pro Helvetia, nein nicht pro Helvetia, aber irgendwie pro Infirmis oder WWF oder irgendwelche Hilfsorganisationen oder so.
Ist ja sehr gut, ich habe mich dort auch schon ein paar Mal überschnarren lassen. Aber das Lustige ist, es gibt so einen Typus Dude, der das macht. Und ich habe das Gefühl, die Dudes, das sind alle so propere, recht happy, so middle, nicht upper class, aber so middle class Dudes, die Matura gemacht haben, aus einer Kleinstadt kommen. So ein bisschen Dorf-Kleinstadt, so, ja, eben, vielleicht Thun, Schaffhausen, vielleicht so Beinigen, Liestl, weißt du so. Und so. Ja, Beinigen ist mega gross. Beinigen ist das drittgrößte Ding in Baselland. So Kleinstadt. Aber weißt du, okay. vom Typus her, alles so ein bisschen gute Typen, die aber aus dem Schulding rauskommen mit so. Sie gehen jetzt aus der Schule und gehen jetzt so in die grosse Welt raus, kommen aber aus Liestl und sind aber so freundliche, weißt du, ja, so ein bisschen Söhne von Lehrern und so. Und haben gute Zähne und sind freundlich und irgendwie auch schlau und überlegen sich etwas und wollen den Job machen, weil sie auch gut sind im Kommunizieren mit Leuten und auch so ein bisschen Leute kennen und so. Die können gut Ski fahren. Also, weißt du, das ist so der Typus, so ein bisschen propere, nicht beschädigte Leute. Ja. Yeah. Manchmal auch so ein Typ Dreadlock, also so wirklich ich so. Ich kann sagen, das, weißt, so, das ja, ist... Ja, weiss ich ja nicht, aber es ist nicht kulturelle Appropriation, sondern ich liebe einfach die Musik und ich habe eine Gitarre und so, weißt du, so die. Ja. Und aber immer so, ich glaube, der Kleinstadt-Kontext ist relativ wichtig, weil in Basel, wenn ich dort erlebt habe, ist so grossartig gewesen. Die sind am Gundeli Hinterausgang gestanden, wo sie immer stehen. Und die sind so dort und sie haben sich dann immer, überlegen sie sich so einen guten Aufmachspruch quasi oder Anmachspruch, war halt im Date ein Anmachspruch war, aber dort einfach so, hey, irgendwie so. 2 Minuten Zeit zum die Welt retten. Genau, und so der was, Typ, ja. Von Typus wirklich einfach so Lehrersohn aus, oft aus der Ostschweiz, so ein bisschen, hey, woo, Basel, was geht? hat sich der Spruch ausgedacht gehabt, hey, wer von euch will mitmachen bei Wer wird Millionär? Oder wer will eine Million gewinnen? Irgendwie so ein Spruch. Yeah. Wo du schon überlegst, wie kommt er denn zu dem WWF? Wahrscheinlich hat er sich irgendetwas Geiles überlegt, natürlich. Aber der Moment war so geil gewesen, weil Gundeli-Ausgang Basel ist einfach das Klientel von Gundeli ist relativ anders, als wenn er sich gewöhnt ist. Und dort stehen, und ich bin einfach dort zugeschaut, weil ich auf jemanden gewartet habe, und dort stehen so 3, weißt du, so Basler 17-jährige Frauen. Und sie sind, glaube ich, Kubanerinnen gewesen oder so. Weißt du, Baslerinnen reden Baseldeutsch miteinander, aber einfach so Kubanerinnen. Weil die eine hat eine riesige hohe Kuba-Flagge auf dem T-Shirt gehabt und man denkt, ja, wahrscheinlich Kubanerinnen. Aber einfach so, weißt du, so Baselstadt. Yeah. 17, die lassen sich von niemandem irgendetwas sagen, haben eine riesige Attitude, sind einfach die fucking Chefs von dem Quartier. Und der Typ kommt so mit seiner Attitude da und so, hey, ihr 3, wer von euch will eine Million gewinnen? Und sie wirklich einfach schauen ihn einfach so an, fick die Huren Wichser. Und sie auch so gewesen, Basel, yeah! Das ist Basel! Also das ist so geil gefunden, so der Clash von der Mann aus dem Kleinstädtli kommt in die Welt raus und will die Welt retten und dann kommt er einfach auf Basel und dann einfach mal FUMP! So, da habe ich einfach so beobachtet, dass das irgendwie etwas Lustiges ist. Aber das ist so, ja ein Bild. Ja, das könntest du jetzt so. Ja, man könnte es dann irgendwie ausbauen, weil einfach so der Typus Dude einfach so lustig ist. Ja, ich würde, wenn wir das jetzt wirklich besprechen, ich würde natürlich noch den Typus Frau, würde ich gerade noch mit ihnen nehmen, weil für mich ist der Typus Frau bei diesen Dingen so 1,50. Ja. immer 1,50, irgendwie so eine nicht ganz langweilige Frisur, weißt du, so ein bisschen Stufen oder irgendwie so Franzle oder irgendwie so. Oder so die FCB-Frauen, weißt du, so die Muttenzerkurven-Frauen, die so, aber auch 1,50, immer so ein schwarzes Käppi, wo aber, weißt du, so mega, mega das Ding drin hat, ein Red Bull in der Hand. Oder vielleicht ist das schon wieder so überholt. Das habe ich jetzt eben weniger, sondern sind dann mehr so eben auch so super kommunikative. Eben, wahrscheinlich gerade frisch noch einen TikTok-Account gemacht, aber der fliegt noch nicht, weißt du? Aber hey, und weißt du, so ein bisschen cool. So, also bei den Dudes meinst du jetzt oder bei den Frauen? Bei den Frauen, ja. Aber nur so ein bisschen, nämlich so,
wenn du sagst, wenn sie jetzt irgendwie vor Binnig oder was weiß ich kommen, dann ist es wahrscheinlich so. Ah, du meinst die, die dann bei den als, wenn die etwas verkaufen, nicht die, denen etwas verkauft werden? Genau, die verkaufen. Ja, okay. Die, die etwas verkaufen. So wie eben der Lehrersohn. Ja. Ich sehe so die mega kommunikative, weißt du, wo stimmt, ja. Alle Dudes sind mit ihr befreundet gesehen, weil sie eigentlich mit ihr gerne haben wollen. Ja. Aber sie ist zu cool gesehen, so mit denen auch überhaupt. Aber sie hat genau gewusst, so. Die jetzt einmal so, ja, und sie spielt sich eigentlich mega gut Cello spielen an. Genau, und eigentlich hat sie eine sehr, sehr hochwertige Kindheit und irgendwie wahrscheinlich sind Leichtathletik sehr mega gut gesehen. Ja, genau. Ja. So, ja, ja. Eigentlich ist sie immer, jeder Sprint ist sie die schnellste gesehen, aber es hat einfach nicht so Spaß gemacht, oder? Und darum das Cello, das hat mich ausgeglichen, aber Klavier ist dann halt auch noch dazugekommen, so, oder? Und dann ist eben irgendwann so mit 23, hey, du, weißt du, so, oder? Und was los ist gern von Musik? Ja. Ah, Liebe, weißt du, oder? Ja. So, man oft weiss, wie es irgendwie startet, so. Und das würde ich dann auch noch da drin haben. Das ist einfach so das ganze Ding. Ja, ja. Und eben, ich finde einfach die andere Seite auch wahnsinnig spannend. Die Leute, die dort an dem Bahnhof rumhängen, die wie auch so außerhalb von dem bekannten Code von denen, also weil es ja doch einen Unterschied gibt, irgendwie so von der grösseren Stadt zu den kleineren Ballungsgebieten. Weil irgendwie, mir auch, ich meine, ich bin auf dem Land sozialisiert worden und ich finde es wahnsinnig spannend, gerade in so sehr heterogene Quartier wie im Gundeli oder am Kleinbasel, einfach dass so gerade auch viel Jugendliche oder junge Erwachsene gibt mit zum Beispiel ich würde mal sagen visuell zumindest afrikanischem Migrationshintergrund, obwohl das ja auch schon lang her sein. Aber die haben einfach zum Teil so eine geile Attitude, wo einfach auch aus dem Helfersyndrom, wo die White Dudes aus der Kleinstadt wie so mit sich vortragen, wie nicht vorkommt. Yeah. Also so, sie ist 20 Mal stärker als du, 30 Mal schlauer, spielt wahrscheinlich selber Gige. Und sie ist ihr scheißegal. Sie gibt den Fuck auf alles. Und der Clash finde ich einfach aus der Comedy-Perspektive wahnsinnig geil. Also dass das einfach aufeinander trifft. Es ist wirklich einfach so. Es ist wie so zwei Leute auf Twitter, die miteinander streiten und eine total andere Ausgangslage haben. So. Da ist mir einfach aufgefallen. Die sind eben heute auch gerade in Gladbruck gestanden. Ah, wirklich? Ja, und dort war es für das Rote Kreuz. Genau, das Rote Kreuz. Und dann haben sie gefragt. So, hey, mega gut. Stammzahl spannend. Ah, voilà. Bin ich Mitglied. Und dann haben sie also gesagt, nein, ich bin ja schon Mitglied bei euch. Was ich immer sage. Ich bin auch in 80%. Weil einfach einmal habe ich es mit allen durchgemacht, genau. Und schwätzen lassen. Genau. Jetzt habe ich einen Orang-Utan. Ist das einer vom Victor? Was? Der Victor ist doch der Orang-Utan-Chef von der Schweiz. Ist er? Ja, er ist doch der, der sagt, tönt nicht Orang-Utans umbringen. Wirklich? Ja, er geht immer auf irgendwie Sumatra Orang-Utans fotografieren. Ich habe nur mitgekriegt wegen damals Zarganar. Der burmesische Comedian, der irgendwie 30 Jahre inhaftiert war, weil er Witze über die Regierung gemacht hat. Das habe ich gesehen. Das ist von Amnesty International gesehen. Ach so, mit dem Victor jetzt. Ja. Hast du nicht den Orang-Utan? Okay, ja. Nein! Nein! Er setzt sich sehr für Orang-Utans ein. Der Orang-Utan hat gelernt, burmesisch zu reden und hat dann einfach sich über die Regierung gelöst. Vielleicht hat er gar nicht müssen reden, er hat auf die Regierung beworfen. Mit, ja, genau. mit Scheiße. Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau. Und dann haben sie gefragt, ja, ob er dann immer für so den Kreuz irgendwie da Leute sucht oder ob er auch, ob er wie so von dem Unternehmen, wo ihr für alle schafft, wie so als Wanderhure, einmal im Monat irgendwie da sein. Und dann haben sie gesagt, ja, letztes Mal hat er müssen für Pro Juventute. Und dann hat er gesagt, Pro Juventute ist wahrscheinlich schwieriger als Rote Kreuz. Er hat gesagt, nein, es ist viel einfacher, gerade bei alten Leuten. Weil die alten Leute finden, ein Rote Kreuz täglich viel zu viele verschiedene Sachen machen, auch im Ausland, aber bei der Prioventute sei klar, dass ich für Schweizer Kinder und Jugendliche. Ah. Ja, und das ist, glaube ich, noch lustig, dass man dann so, hätte ich zum Beispiel überhaupt nicht gedacht. Und das Prioventute bei halt, sagt das Sorgentelefon 147, ist halt das, wo bei den meisten am bekanntesten ist und auch gerade in dieser Corona-Zeit, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist. Also ist irgendwie lustig. Ich hätte das nicht gedacht, dass Pro Juventute fast einfacher ist, zum Leute davon überzeugen, irgendwie Geld zu spenden, als
als das Rote Kreuz. Ja. Yeah. So. Ja, habe ich lustig gefunden. Also das ist etwas, was mir aufgefallen ist, so als Nummer, als Bit. Sonst, was habe ich noch? Also wir können ja einfach aufhören. Da. Nein, nein, ich finde es spannend. Genau, etwas, was mir wirklich schon urlang aufgefallen ist, aber ich kann es wenig benennen. Wenn du Mozzarella gekauft hast und du schneidest ein Päckchen von Mozzarella auf, wie, so... Ich habe so das Gefühl, es gibt wie so zwei verschiedene Ansätze. Es gibt so den Ansatz Schächten. Also, dass wirklich so, du nimmst so das Säckli, Mozzarella-Säckli, hebst es in Ausguss oder ins Lavabo oder wo immer. Wie heisst die Küche? Eben nicht Lavabo. Lavabo ist im Badzimmer. Schützstein. Schützstein. Heißt es Schützstein? Also, wir sagen Schützstein. Und ich nehme so das Messer und stich einfach so einmal rein. Ja. Yeah. Und das dann so ausblüten lassen. Wirklich wie so ein Halal-Schächter irgendwie. Lass ihn ausblüten, nimm dann den Mozzarella aus und verschneiden. Es gibt andere Leute, meine Freundin zum Beispiel, die oben so ein Eckli abschneiden und dann ein Tupperware nimmt und dann den Mozzarella-Saft ins Tupperware rein tut und dann aber auch nur die Hälfte von Mozzarella benutzt und die andere Hälfte dann wieder in das Tupperware voll Saft rein tut, was nie funktioniert, weil dann immer wie so eine Art Eisberg dort innen und unten dran bleibt es dann zwar schön saftig, aber oben vertrocknet es dann so. Das ist auf die und ich finde wieso tut man überhaupt den fucking Mozzarella nicht den ganzen, also wie kannst du einen Mozzarella aufmachen und nicht fressen? Nein, immer den ganzen. Eben, immer also so. Drum, bei mir ist das Zwischending. Ich tue eine Ecke aufschneiden und lasse dann das einfach ins Lavabo. Aha. Und weißt du, was ich bei Feta mache? Das ist jetzt überhaupt nicht lustig, aber es ist oft wahr. Bei Feta... Ach, der Feta ist eh ein Hurenwichser. Also der Feta. Der Feta ist eh ein Wichser. Weil, hast du mal gesehen, Feta kannst du ja irgendwie geschlossen, kannst du ihn 20 Jahre lang halten. Also ist einfach, sobald du ihn aufmachst, ist er... Du machst ihn auf, nach 2 Sekunden ist er ranzig. Ja. Darum auch dort immer alles brauchen. Ist ja, aber dort ist schwierig, weil einen ganzen Feta fressen, finde ich krass. Und sonst in Klarsichtfolie. Okay. Dann habt ihr. Oder es gibt ja es gibt auch die, ich weiß nicht mehr, ob es im einen grossen Teiler ist oder im anderen, aber es gibt ja die schon halbierten Feta-Portionen. Ah ja. Ja, sehr gut. Aber du willst sagen, was willst du sagen mit dem Feta? In den nehme ich, schneide ihn auf und den Feta-Saft, weil meistens brauchen für einen Salat oder so, den schmeiße ich gerade in den Salat. Den Saft? Yes. Und es glaubt mir nie jemand, bis ich es selber gemacht habe, und zu sagen, das schmeckt nicht. Aber es ist ja salzige Lake eigentlich, ja, das stimmt. Aber einfach so der Moment von ein Mozzarella Säckli wie so eine Sau einfach schlachten und ausblüten lassen. Das erinnert mich an etwas, was ich mir mal überlegt habe, dass man in völlig blöden alltäglichen Sachen eigentlich so für eine Millisekunde sich in einem anderen Job fühlt. Das ist mal eine Überlegung von mir, die ich glaube nie, nein, habe ich nie auf die Bühne gebracht. Aber zum Beispiel ist gesehen, habe ich gemerkt, wenn ich meine Linse rausnehme, meine Kontaktlinse, und dann habe ich so das kleine Linsendöschen und dann muss ich dort das Linsenmittel rein tun. Das sind die 10 Sekunden am Tag, wo ich Barman bin. Geil, ja stimmt. Weißt du, wo du wirklich oder so einen Shot auffüllst, machst und dann machst es gibt auch die Sachen, so die Bewegungen, die wie so etwas können bedeuten, aber auch etwas anderes. Zum Beispiel das da, was ist das? Ja, jetzt natürlich Gitarre, aber... Gitarre spielt, aber es ist auch, du hast einen Döner in der Hand, hast gefressen und nachher ist irgendwie ist da auf Ding getropft und dann musst du ihn wegheben und da einfach putzen. Döner-Gitarre. Aber so. Eher so. Das ist mehr so die Freiheitsstatue. Also, so. Also du musst ihn ja weg von dir haben, damit nicht weiter tropft. Also so. So, das ist so die Döner-Gitarre. Gut, das gibt's natürlich, mit Essen ist es natürlich immer gemein. Weil es gibt ja auch da, wo du dann so zuerst findest, was könnte das sein? Und es ist effektiv jemand, der einen Käsebengel über eine Mülltonne isst, oder? Ah ja. Weil die werden nur über Mülltonnen gegessen. Zum Beispiel, was ich halt auch geil finde, ist so, wenn man so zum Essen kommt, wie heisst es, Pfeffermühlen. Yeah. So, oder? Yeah. Pfeffermühlen sind oft von Peugeot. So, why? Also wieso? Wie kommt Peugeot drauf? Wir machen Autos, aber auch Pfeffermühlen. Oder zum Beispiel Yamaha macht irgendwie Töff. Und Keyboards oder Klavier. Wieso? Eigentlich wäre ja die Bewegung vom Töff wäre ja genau die Bewegung für Pfeffermühle, von dem her eigentlich müsste Yamaha Pfeffermühle machen. Weil die Bewegung wäre die gleich. Wieso ist denn da durcheinander? Oder irgendwie Mitsubishi. Mitsubishi macht Autos und Klimaanlagen.
Also, es ist wie so, jeder... Und was machen sie noch? Jeder Autobauer hat wie so nebendran noch so ein Side-Business, was aber völlig absurd ist. Überhaupt keinen Sinn macht. Vom ich in meinem Kopf habe ich das Gefühl, das sind verschiedene. Also, für mich ist Pfeffermühle Peugeot ist nicht das gleiche Peugeot. Google das Peugeot. Mal, das ist sicher der gleiche. Es ist ja natürlich, ich sehe es ja auch. Und irgendwie, aber wieso? Die haben wahrscheinlich irgendein kleines Rädchen haben sie patentieren lassen. Aha. Das bauen sie ins Steuerrad oder in Schaltknüppel, bauen sie das irgendwann noch rein. Das könnte ja noch so mit der Kolonialgeschichte von Frankreich zu tun haben, weil ja irgendwie so Pfeffer. Woher kommt Pfeffer? Aus Indien? Ich kann es ja nicht sagen. Woher kommt Pfeffer? Oh. Ich glaube, so Sansibar oder Sansibar, so ist doch die Gewürzinsel. Ja. Also, sind wir mal auf Pfeffer. Ja, da treten wir auf Französisch. Ich habe gerade sehr viel über das... über Pfeffer redet. Zu tun gehabt, ja. Und ich es natürlich trotzdem nicht mehr sagen. Ja. Aber ja, irgendwie aus der Kolonialzeit Pfefferexport, irgendwie so ist das Thema gewesen. Okay. Peugeot und Yamaha, ich habe das Gefühl, das Keyboard ist sicher nicht der Töff. Das ist ja völlig anders. Sicher, Japan. Das ist ja genau das gleiche Yamaha. Ich weiß, aber in meinem Kopf geht das nicht zusammen. Es geht nicht zusammen. Ausser, das wäre wie so, weißt du, dass so zwei Brüder sind, wie bei Aldi oder Puma und Adidas. Weißt du, die Yamaha, ja, und der andere Yamaha. Aber weißt du, Yamaha, was Yamaha. Oder die beiden Ispiliers, wo es nur noch einen gibt. Das ist ja die gleiche Geschichte. Was haben die gemacht? Ja, das sind irgendwie, anscheinend sind es Brüder gesehen, die sich irgendwie verstritten haben. Und der eine die drei Spiliers vorne gemacht und der andere drei Spiliers hinten gemacht. Ispilier-Döner. Keine. Hast du noch nie einen Ispilier-Döner gegessen? Nein. Du wohnst seit wie vielen Jahren in Basel? 20 Jahre. Ja, dass du noch nie verdammt wie die heißen. Dass du noch nie verdammt gehört Döner machen. Gibt es nicht auch noch Triumph, wo Motorräder macht und Nähmaschinen? Nähmaschinen. Ah, okay. Und, weißt du, was ich habe? Ich habe so eine mini Rasierli, also eigentlich so einfach so zwei Blades, wo oft wirklich so ist für ganz dünne Hörli, irgendwie weißt, so Ohren oder wenn du irgendwie da unten so ein bisschen willst wegtun oder so. Und das ist gemacht von Jaguar. Und zwar effektiv Jaguar. Aber ist das nicht, könnte das nicht sein, dass das einfach weißt, wie so ein French, also ein Merchandise-Ding ist? Nein, ich Jaguar. Gekauft. Ich habe fucking gekauft. Zu dem Jaguar dazu. Passend einfach. Ja, aber was gibt es? Das ist aber noch interessant. Vielleicht hat es einfach wirklich mit Autos zu tun. Was gibt es noch für andere? Alles Citroën. Oh, die machen noch Zitronen, stimmt. DS. Ja. Ja, der Nintendo DS und der Citroën DS. Der Nintendo DS, das ist der, der die geilste Federsteuerung hat überhaupt. Wenn es so spießt, dann macht doch so. Kleine Insane. Hast du herausgefunden? Toyota. Ah, Toyota macht. Also was jetzt ja. Peugeot? Ja, yeah, ob das die gleichen sind. Entweder Pfeffermühlen oder Motorräder. Das wäre mega geil, wenn Renault einfach auch Pfeffermühlen macht, aber sind so mega aber scheiße. Aber Wikipedia. Ja. Also wieso entweder oder? Gibt doch beide sie. Ja, aber dann kommt aber nur. Also es kommen da einfach Pfeff und Pfeffermühlen, aber nicht zusammen. Okay. Ja. Moment. Du musst eh langsam gehen, gell? Aber die Frage immer noch beantworten. Du, easy. Also das finde ich nicht. Ich bin ja fast am Bahnhof. Peugeot. Fahrzeughersteller. Und Pfeffermühlen. Und Gewürzmühlen, ja, genau. Mhm. Hey, voilà. Wow, wieso? So geil. Ja, vor allem, weißt du, das ist ja eigentlich das Perfekte. Wenn du so eine dumme Idee hast, wie Pfeffermühle, und du kriegst es an, dass in jeder Küche ist ein Peugeot. Ist ein Peugeot und es muss ja auch meistens erwähnt werden. Weißt du, wenn du wirklich, wenn du eine nimmst oder so, entweder Besitzer, die ein bisschen Egomaniac sind, sagen, Ja, wird schon funktionieren. Ist denn ein Peugeot? Oder du bist ein netter Gast und sagst, oh, ein Peugeot. Ja. Weißt du, wäre mega geil, wenn ich Peugeot wäre, wenn ich der Chef von Peugeot wäre, würde ich schauen, dass in jeder Peugeot-Pfeffermühle hat so ein Style drin. Wenn das rausnimmst und in jedem Peugeot-Auto hat so ein geheimes Ding, wenn das dort rein tut, dann wird dort so ein Bonus-Level auf. Weißt du, ein Cheat. Easter Egg. So ein Easter Egg, wo nur mega die Insider wissen. Wenn du irgendwie das eine Rölleli wegnimmst und irgendwo Motorrad tust, dann fährt es irgendwie 20 km/h schneller oder so. Oder kann gumpen oder so. Der Elon Musk hat ja immer so Ideen. Dass zum Beispiel der Tesla hat noch irgendeinen Dance-Mode.
Während dem Fahren oder so mit Musik? Nein, so quasi, genau, so mit Musik. So ah, okay. Quasi, wenn parkiert ist und irgendwie... Ja. Aber das habe ich mal in Basel, wo keine Ahnung, was du machst. Dann tust du irgendwie einmal da drücken und einmal... Was auch immer du machst. Danach kommt ein vorprogrammiertes Lied und Tesla tanzt zu dem Lied. So, also erst recht fahren von so Easter Egg-Scheiß. Ich habe nur mal in Basel auf dem Burdenholz, wo es so mega Schnee gehabt, was ist das gewesen, vor eineinhalb Jahren, vor zwei Jahren, wo so richtig... Burdenholz jetzt immer mega Schnee. Nicht dort oben, jetzt recht viel Schnee. Aber du weißt, wo es so richtig Schnee gehabt hat. Ich glaube, vorletzten Winter habe ich irgendwie so einen Schneeball genommen und der auf so einen Tesla geschossen, der aber dort parkiert war. Und dann hat der Tesla plötzlich einfach, also das Licht ist angegangen, weißt du, wie wenn wir die Alarmanlage rausgehen, aber das Licht ist angegangen und irgendein Lied ist einfach gegangen. Und das war der Alarm von dem Tesla. Einfach irgendwie Night Fever, Night Fever. Nee, 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 nee. Keine Ahnung, ob es das Lied war, aber einfach. Mega geil, wie das wahrscheinlich die Alarmanlage war. Welches Lied hättest du als Alarmanlage? Geile Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Stop! Don't do it! When you wanna go do it! Nein, das ist wirklich zu klar. Irgendwas, was überhaupt nicht passt, sondern mega Ballade. And I will always love you. Yeah. My heart will go on. Ja, irgendwie so. Denen, ja, irgend sowas. Aber das ist jetzt schön. Das nehme ich ab jetzt in mein Crowdwork rein. Welches Lied hast du als Alarm? Ja. Oder bei so Elektroautos ist es ja so, dass du musst zum Teil oder die Hersteller müssen einen Ton reinprogrammieren, damit das Auto ein Geräusch macht, weil es sonst zu gefährlich ist, oder? Ja. Welches Geräusch wirst du nehmen? Ich glaube, ich würde ein Ross nehmen. Weißt du, wie geil. Oh nein, gab! Und das dann wirklich immer schneller wird. Weißt du, wenn schneller fährt, machst du. Dass auch der Tesla an dir so, oder so, irgendein anderes Elektroauto ihrer Wahl an dir vorbeigaloppiert. Finde ich eine schöne Idee. Boah, weißt du, wie anstrengend Straßenverkehr, wenn auf einmal alle irgendein eigenes Geräusch haben. Ja. So ist es bei mir, wenn ich unter 30 km/h fahre, so ist es, so ist es, wenn ich bremse. Mhm. Rückwärts fahre, ist es dann nochmal ein anderes Geräusch. Mhm. Aber ja, eigentlich wäre es ja... nichts Schlimmeres, als das Rückwärtsfahrpiepsen. Mhm. Und irgendwelche Leute, die sich, glaube wirklich Spass daraus machen, wenn sie sagen, keine Ahnung, wenn wir jetzt den Abfall einsammeln, am Montag, am 7. Uhr morgen, komm, wir machen die ganze Straße rückwärts. Ja. So. Ich bin kürzlich, ich habe ganz ein altes, kaputtes Auto, so einen alten VW-Bus, der von uralt ist und darum all die Technik-Sachen nicht drin hat. Aber ich habe kürzlich ein Ersatzauto gefahren, einfach ein neues Auto. Und dort war wirklich so, wenn du rückwärts fährst, also wenn du den Rückwärtsgang einmachst, dort automatisch den Radioleisler stellen. Oh. Wieso? Sehe ich besser, wenn es leise ist? Ich sehe doch... Ja, du hörst Geschrei von jemandem, wo du angefahren hast, besser. Ah, vielleicht sieht man besser, wie es leise ist, weil man weiß ja, dass blinde Leute mega gut hören. Siehst du noch? Aber ich glaube, es ist einfach so ein automatischer Schritt, der es dir wegnimmt. Mhm. Weil so viele Menschen machen die Musik leisliger, wenn sie parkieren, weil sie sich konzentrieren. Ah, okay, ja. Oder es ist so einfach so es ist so der Mindfuck, wo ja auch, es gibt ja den Klassiker, wo du sagst so, hey, wie erklärst du an einem Gehörlosen, dass du willst essen? Mhm. Nein, an einem Blinden, dass du willst essen. Mhm. Und dann machen alle so. Und dann, nein, du kannst es mir einfach sagen, weil er gehört ihm fast schon. Ja. Yeah. So. Ah, okay. So, weißt du, dass wir da noch weitermachen? Wieso? Ja, gut. Ja, hast du noch eine Überlegung? Ich weiß nicht. Soll ich noch eine finden? Ja. Etwas, was einem aufgefallen ist, oder? Das ist doch immer gut. Also, genau. Etwas, was einem aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass es viele Autos gibt, also so Anhänger. Mhm. Und dann steht drauf lebende Tiere. Mhm. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Mhm. Da habe ich mir überlegt, warum steht das dort? Weil für den restlichen Verkehr ist es nicht so wichtig, wartet wie für den Mensch. Ja.
Vielleicht, wo effektiv das Ding fährt. Ja. Das musst du ja wissen, das leben die Tiere dort drin. Ja, vielleicht, weißt du, dass du nicht hineinfährst und hupst wie ein Löli, vielleicht so. Aber grundsätzlich, alle diese Markierungen, habe ich dann noch überlegt, weißt du, irgendwie auch Kinder an Bord oder... fährst ja nicht weniger drin sein. Genau. Oder... Und vor allem habe ich mir dann überlegt, warum werden gewisse mehr erwähnt als andere? Mhm. Oder werden die quasi stärker gewertet? Oder? Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich Menschen mehr erwähnenswert finde? Also wahrscheinlich bei lebenden Tieren gibt es wahrscheinlich irgendeine Erklärung. Wahrscheinlich hat es vielleicht damit zu tun, dass man vielleicht mit lebendigen Tieren nicht eine gewisse kmh-Höhe darf überschreiten vielleicht. Aber das musst ja du als Fahrer wissen. Das muss ja nicht... Nein, aber weißt du, wenn du auf der Autobahn fährst und du hast hinten einen, der sagt, man fahr mal schneller, dann kann ich ja nicht das Fenster runterlassen und sagen, ich habe einen Ross hinten drin. Sondern wenn er es halt anschreibt, ist es halt wie deklariert. Bei den Kindern vielleicht auch, dass man wie so findet, okay, die fahren vielleicht ein bisschen langsamer oder vorsichtiger. Weißt du, nicht, dass man nicht ins Innenfahrt, sondern dass man das Fahrverhalten von den Leuten ein bisschen besser versteht. Wobei bei den Kinderkleber ist es einfach quasi einfach, haha, I made a child, I fucked someone some time ago and it was nice. ist eigentlich so das Zeichen. Aber zum Beispiel bei den lebenden Tieren, das ist mir mal aufgefallen, man sieht in der Schweiz Rösser am allermeisten auf der Autobahn. Ich sehe so selten Rösser in der Schweiz und wenn, dann meistens auf der Autobahn in irgendwelchen Ross-Container, also in Transport. Und ich frage mich dann immer, woher müssen die Rösser alle? Also, wieso fährt jetzt das Ross auf der Autobahn? Warum, woher müssen Rösser? Warum, also... Ich glaube, bei so Rossweide ist gleich wie mit dem Segelboot und der See. Mhm. Du musst glaube ich... Ja gut, aber fürs Ross ist ja... Stell dir mal vor, fürs Ross ist ja mega der Mindfuck. Stell dir vor, du bist ein Ross. Und es heisst, ja, geh nochmal in das Häusli. Okay, geht's rein, geht's Häusli, dann macht es irgendwie... Und dann geht's raus und du bist einfach an einem total anderen Ort. Das ist ja völlig weird, weil das Ross schnallt ja nicht, dass auf der Autobahn fährt. Findest du nicht, dass jeder Rosshof etwa gleich aussieht? Ich bin jetzt nicht auf so viele Rosshöfe schon. Darum siehst du ja nur auf der Autobahn. Nein, aber wieso muss ein Ross von Bern auf Basel? Auswärtsmatch? Ausser das geht irgendwie dort gumpen oder so. Aber eigentlich muss ich ein Ross nie annehmen. Nein, natürlich. Und du gehst ja auch nicht in die Ferien mit dem Ross. Aber ein Ross muss eh nie nehmen an. Ja eben, aber wieso ist denn unterwegs die ganze Zeit? Also ich habe das Gefühl, die Rösser sind ständig unterwegs. Ja, ja. Was mir auch auffällt, oft, wenn man auf der Autobahn fährt, laufen oder traben die Rösser über die Fußgängerbrücke, über die Autobahn. Bei mir tun sie nie traben, bei mir sind sie immer gemächlich am Laufen. Und zwar wirklich, ich denke auch immer, es ist timed. Es ist immer durch die Brücke und sie wissen, Achtung. Ja, aber gell, immer sie laufen immer drüber. Es kleine, immer ein Ross, wo drüber genau, läuft. Der kleine blaue Opel kommt jetzt dann, ja. Achtung, 3, 2, 1, Action. Und genau dann, wenn ich unten durchfahre, sind sie in der Mitte. Ja, genau. Gut, du hast jetzt mein lebende Tiere zu deinem eigenen Bit gemacht. Ja. Cool. Warum hast du das wollen machen? Jetzt soll einfach zeigen, I raise you! Ja, aber das stimmt. Ah! Geil wäre es, wenn er einfach tote Tiere draufschaut. Dann ist es einfach irgendwie ein Fleischtransport von etwas. Aber dann ist es einfach. Dann ist ja. Das ist eigentlich noch spannend. Bei einem toten Tier ist es immer ein riesiges Bild von einem Steak oder so. Und bei lebenden Tieren steht es einfach. Aber der Belastwagen oder was auch immer, irgendeine Marke, die haben den ein riesen hohes Steak drauf. Ja, aber ganz groß, richtig schön, Flamm. Geiler wäre es, wenn du lebendige Tiere drin hast und hast ein riesen Steak drauf. Einfach schon so, that's your destiny. Klassiker. Where do you see yourself in 5 years? Auf deinem Teller. Aber was ich auch noch, die habe ich irgendjemandem aufgeschrieben, die fallen mir jetzt auf gerade ein. Ein paar haben immer ganz geile so Slogans halt noch dabei, oder? Und so kürzlich habe ich einen gesehen. Wo ist der eine? So. Also lebendige Tiertransport oder Fleischtransport? Ja, alles, was sie auch immer transportieren. Aber ich liebe so die kleinen Handwerkerbuden. Wir haben Stutz für Vivaro oder Maximo oder wie auch immer der Van heisst, oder? Ah, ja, okay. Und es ist etwas mit, was jetzt mit Boden ist es gesehen. Achtung. Ja, ich mache jetzt gratis Werbung für die, weil die haben das 1:1 haben sie das so bei sich drauf gehabt. Da!
Boni Böden. Das ist schon mal, wahrscheinlich schon mit dem Namen, hast du einfach mal überlegt, was ist mein Nachname? Ja. Was könnte ich machen, wo irgendwie geil ja. zu meinem Nachnamen passt, mhm. oder? Also bei dir hat das irgendwie auch können... Feta. Ja, Vetters Feta, ja, oder? Genau. War ja Weltklasse. Also ja. Boni Böden und der Slogan ja. ist gesehen, stehen Sie schon auf uns. Ah, sehr. What? Sehr gut. Da ist auch ein schöner. Vakuum und Gebläse, sackstarker Service. Ja, kennst du Romax? Ja, klar, der Romax ist klassisch. Das ist ja auch immer sehr, sehr und den anderen, wir sind stolzer Partner von Schwinger Giga Samuel. Also, weißt du, Schwinger, sackstarker Service, Vakuum und Gebläse. Ja, so ein bisschen. Der Romax, was ist, ich komme immer. Ja, ich komme immer, lass Rohr verlegen. Ja, ja. Die kenne ich gar nicht. Ja, genau. Nice. Vetters Feta, was war das gesehen? Vetters Feta? Ja. Bleibt haltbar. Aha, ah, ja, genau. Besser als dein Vaters Feta. Vetters Feta. Wie große Gefühle. Man muss zulassen. Das hat fast ein Lachen gegeben vom Christoph. Es gehört, dass es nicht ganz ein Lachen war, sondern eine Schmutz. Und ja. ich müsste natürlich von Mutzenbechers Getränkeservice. Ah, stimmt, ja. Bist du eigentlich verwandt mit dem Werner von Mutzenbecher? Mit dem ja. Künstler? Hast du mich schon mal gefragt, glaube ich. Nein. Ja. Wirklich? Ja. Haben wir gesehen, der hat eine Ausstellung und ich finde seine Sachen sehr geil. Ah, zwei, ja. Das ist mein Großvater. Das ist dein Großvater? Mhm. Cool. Yes. Und da hat mir gerade Mail geschrieben, dass die zwei Ausstellungen sind. Ah. Zum Glück. Sonst ja. wäre ich jetzt nicht informiert gesehen. Aber das Geile ist, die eine die hat die Vernissage schon gehabt, mhm. wo er mir das Mail geschickt hat. Na, gut, ja. schon zwei ja. Tage vorher gesehen. Und ich so, das ist gut, jetzt gerade nicht. Aber wir finden noch einen Termin, wo ich dann das gehen anschaue. Ja. Ah, geil. Ich kann es wahrscheinlich auch anschauen. Können wir zusammen gehen. Zwei Bilder von ihm, die bei mir daheim hängen. Geil. Ja. Sehr gut. Ja. Nein, dann ist sehr leise gewesen. Das super. Quasi noch für meinen 30. hat er mir Bilder geschenkt. Das mhm. ist wirklich. Das ist huere geil gewesen. So zu ihm ins Atelier. Und dann hat gerade irgendwie, was er gerade am Machen ist, so ein bisschen anschauen und irgendwie so ein bisschen altes Zeugs. Schau, so ist er. Genau so ist er. Immer. Immer mit seinem Hemdli. Und irgendeine Schlutti. Mhm. Yes. Sehr gut. Das ist mein Großvater. Super. Darum gehen nicht nur ins Theater, sondern gehen auch Kunst anschauen genau. und lesen Bücher. So. Und was für mich spannend war, ist, ich kenne halt sein Zeug seit ich geboren bin, 90s, bla. Weil wir immer an die Ausstellungen sind und so. Und dann bin ich vor noch nicht allzu langer Zeit bin ich mal vom Kunstmuseum auf ihr Archiv. Was wirklich noch geil ist, wo du einfach online... Also Basler Kunstmuseum. Ja. ja. Und du kannst online einfach alles, was sie in ihrem Archiv haben, hast du zumindest ein kleines Bild davon. Ah, geil. Das ist super. Ja. Da kannst du stundenlang dich vertrödeln. Und dann kannst du wirklich einfach alles mögliche anschauen. Irgendwann habe ich gefunden, okay, ich schaue auch mal meinen Großvater. Und dann habe ich so alte Schlachtbilder von 1964 und so gefunden. Weißt? Und das finde ich krass. Das ist quasi, dann ist meine Mutter geboren worden und er hat irgendwie das Bild noch gemalt. Und irgendwie auf so eine Momentaufnahme. Und das ist dann eben ein völlig anderer Kunststil als das, was er jetzt irgendwie eben macht. So die konkrete Kunst, die er jetzt macht, ist das also so die fast so Rappa-eske Grafik irgendwie, ist das so? Das geometrische macht, Formen ja. und so, ja. Das ist so ein bisschen Stil geworden. Aber das ist nicht, das Staat mal noch nicht so gewesen. Nein, aber er hat alles möglich gemacht. Und ich meine, also jetzt gerade, was er auch noch rausgebracht hat, jetzt gerade, ist das ein Buch mit Kurz... Nein, Kurzgeschichte hat es eh schon gegeben. Er hat schon ein paar Bücher rausgebracht. Jetzt gerade Gedichte. Das ist gerade ein Gedichtband von Musik. Gut, das macht ja mega Sinn. Weil, das macht ja mega viel Kunstfilm und... da muss ich gerade anschauen, da muss ich mal zuschreiben, weil Eugen Gomringer ist ja so ein Schweizer Lyriker gewesen, wo mega viel, also er hat die konkrete Poesie erfunden quasi, was Pendant dazu ist zu der konkreten Kunst. Also so, das ist halt so visuell
aufgestellte Gedichte, die eigentlich auch Kunstwerke sind, visuell. Ja. Aber auch inhaltlich mit dem korrespondiert. Also, das ist super geil. Muss ich mal gerade aufschreiben. Gedichte Werner von Mutzenbecher. Ja, ich glaube, es heisst wirklich einfach nur Gedichte. Gut. Und es kommt jetzt dann gerade raus. Also. Oder wenn es noch nicht rausgekommen ist. Dann bestelle ich das mit meinem Organspendeausweis. Und ich glaube, da hat man eine sehr gute Schlusspunkt. Definitiv. Und keine Ahnung, was du jetzt eigentlich machst. Weil du machst ja so viele verschiedene Sachen. Aber das können wir gerne nächstes Mal besprechen. Das machen wir. Außer es steht gerade jetzt etwas an, was du noch willst erzählen. Nicht spruchreifes, nein. Okay. Dann ganz viel Erfolg. Sehr schön gesehen. Das ist wieder ein bisschen länger gesehen. Ah, Deville fängt wieder an. Jetzt, da bin ich bei der ersten Sendung wieder dabei. Ah, also Deville fängt jetzt die Staffel wieder an. Ja. Yeah. Bis der rauskommt, ist sie schon angefangen. Also, aber man kann dann gleich schauen. Yes. Super. Alles Liebe. Vielen, vielen Dank. Danke sehr schön. Genau. Es hat sich wieder geklappt. Und, tipptopp. Immer freut mich. Jetzt haben wir so lange gemacht, jetzt müssen wir auch 3 Jahre nicht mehr. Nein. Dann machen wir es nächstes Mal kürzer. Gut. Danke, Christoph. Und euch alles Liebe. Bis. Liebe. Tschüss.